Begleite die Entdeckerin Jana Sara auf ihren Reisen um die Welt zu mythischen Orten, alten Ruinen und fremden Menschen mit ungewohnten Sitten und Bräuchen. Von grünen Oasen inmitten des gleißenden Sandmeeres über unsichere Pfade durch dunkle Wälder, mühsam felsige Berge erklimmend, durch reißende Flusstäler über das Meer auf eine tropische Vulkaninsel. Vorbei an längst vergessenen Orten und den Relikten alter Magie erreicht Jana Sara abgelegene Weiler mit frommen Leuten und prächtige Handelsstädtchen voller Gier- und Ränkespiele. Jana Saras Kartentasche bietet dir 45 Schauplätze, um deine Abenteuer, Charaktere und Geschichten zu gestalten. Sie enthält mehr als 60 liebevoll von Hand entworfene Fantasy-Karten. Im Tagebuch findest du auf über 350 Seiten packende Beschreibungen, mehr als 150 Abenteuerideen und passende Legenden zu den Karten. Suchst du einen Gutshof für deinen Ritter? Brauchst du eine Heimat für deine Hexe? Oder planst du ein Abenteuer und dir fehlt eine alte Burgruine im dunklen Forst? Jeder der Orte bereichert dein Spiel. Die Karten und Schauplätze sind geeignet für alle Fantasy-Welten. Egal, ob du von der Kaiserstadt auf Abenteuer ausgezogen bist, die trügerischen Mondpfade bereist oder die Schwertküste auf der Suche nach Ruhm und Gold unsicher machst. Natürlich als klimaneutraler Umweltdruck aus Berlin oder als Digitalpaket für den virtuellen Spieltisch. Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Frostcast. Und zwar habe ich mir ein paar Gäste versammelt vom Donnerhaus und wir wollen uns heute in einer etwas anderen Umgebung über das ein oder andere Thema unterhalten. Wir haben die ein oder andere These hier schon mal, die es zu überprüfen gilt. Ich stelle allerdings vorher einmal meine Gäste vor und das sind unter anderem Martin. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Du bist jemand aus der Donnerhaus-Community, Spielleiter und spielst auch unter anderem DSA. Vor allem leitest du es auch, ne? Ja, genau. Ich bin DSA-Spielleiter und hier in der Runde eigentlich so der Enthusiast, würde ich sagen, unter den Leuten, die sich professionell mit Rollenspiel auseinandersetzen. Ja, gut. Das klingt schon mal vielversprechend. Ich bin mal gespannt, inwiefern du dann an den Thesen von Tobi und Thorsten rütteln kannst. Tobias ist mit dabei. Einer der beiden Schreiberlinge vom Donnerhaus. Kenntet ihr sicherlich dann auch. Hi Tobi. Hallo Frosty. Ja, ich freue mich auch schon. Es ist das erste Mal, dass wir miteinander podcasten. Auch wenn du ja vor ein paar Monaten schon mal gefragt hast, ob wir könnten. Und dann hatten wir keine Zeit, weil wir das Crowdfunding vorbereiten mussten. Ja, na klar. Ausreden. Ja, nö. Yeah. Ja, nee. Ich denke, die Fragestellung, die wir gleich erörtern werden, die klingt sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Blogbeitrag dabei rauskommt. Aber das werden wir ja gleich sehen, ne? Genau, also das würde mich auch freuen, wenn es Anregungen gibt, die dann auch euch dazu verleiten, darüber dann zu bloggen, eure eigene Meinung dazu wiederzugeben. Dazu seid ihr recht herzlich eingeladen. Aber bevor wir dann, wie gesagt, damit starten, möchte ich noch einen weiteren Gast vorstellen, der tatsächlich schon mal bei mir im Livestream war. Hallo Thorsten. Moin aus Berlin. Moin aus Berlin. Ja, noch irgendwas zu sagen? Ich hätte gerne eine letzte Zigarette und meine Henkersmahlzeit. Genau. Ja, Thorsten ist natürlich dann auch der andere Teil vom Donnerhaus und dann vor allem zuständig für die Karten, der dann hier zeichnet und Tobi schreibt dann die ganzen Blogbeiträge zusammen und schreibt die Vignetten und so. Und ich glaube, da ist auch ein ganz guter Übergang zu dem Thema. Tobi, möchtest du das selber vorstellen? Ja, wir haben uns eine Leitfrage überlegt, damit wir hier auch ein bisschen auf den Punkt kommen. Und zwar, welche Rolle spielt Vergangenheit im Rollenspiel? Das ist natürlich auch ein bisschen meine Hausnummer, weil ich habe ja Geschichte studiert. Auch wenn es nicht um Geschichte zwingend gehen muss. Wir haben dazu eine kleine These aufgestellt, nämlich dass Schauplätze nur dadurch interessant werden und lebendig werden, dass sie auch eine Vergangenheit haben. Und dass man die Vergangenheit von Orten benutzen kann, um das Jetzt zu gestalten. Als Spielleiter. Ja, die These ist auf alle Fälle schon mal im Raum. Kann man jetzt verschiedene Meinungen zu haben? Vielleicht habt ihr jetzt schon eine. Man kann natürlich noch mal so ein bisschen zu erklären, was wir damit eigentlich meinen. Ich glaube, vor allem spielt auch Kausalität eine große Rolle.
Aber wenn du schon sagtest, du hast Geschichte studiert, dann wirst du da auch nicht ja, eine eigene kleine Meinung zu haben. Ich glaube mal, wir fangen an mit Martin. Martin, du kannst sicherlich auch das eine oder andere dazu sagen. Lebendigkeit von Schauplätzen beziehungsweise Vergangenheit von Schauplätzen. Was fällt dir dazu ein? Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie er das genau meint mit Vergangenheit von Schauplätzen. Also ihr spielt schon auf die Vergangenheit in der Spielwelt selber an, oder? Habt ihr jetzt da mit der Vergangenheit die Verbindung zur irdischen Historie im Auge? Also ich könnte da tatsächlich mal den Ball etwas weiter zurückwerfen, nämlich in das Jahr 1977. 1977 kam Star Wars in die Kinos und Star Wars unterschied sich ganz maßgeblich von klassischen Science-Fiction-Filmen seiner Zeit. In vielerlei Hinsicht, unter anderem aber durch den sogenannten Used Universe Look, also das Erscheinungsbild eines benutzten Universums, eines abgenutzten Universums. Eines Universums, wo Alltags- und Nutzgegenstände, die im Film vorkommen, aussehen, als wenn sie bereits seit einer Weile benutzt werden. Also Luke Speeder zum Beispiel, der hat Dellen und Bollen und Kratzer und alles Mögliche. Und das ist etwas, was gebrochen hat mit bisherigen Konventionen. Und das ist Leuten aufgefallen. Das hat auch einen Teil des Appeals von Star Wars ausgemacht, weil es das Ganze glaubwürdiger gemacht hat. Es hat die Fiktion wirklicher gemacht für den Zuschauer. Das ist etwas, das hat danach die Science Fiction sehr stark geprägt. Es hat mich geprägt in meiner Wahrnehmung von fiktiven Szenarien, wie man die machen kann, nicht zwingend muss, aber es ist meine präferierte Art. Das ist letztlich genau das, worum es bei Tobis Thema geht. Denn Star Wars ist ja nicht tatsächlich real. So, surprise, surprise. Vor 1977 gab es kein Star Wars, da gab es kein Tatooine, da gab es keinen Todesstern. Und alles davon ist erschaffen worden, von den Leuten, die daran gearbeitet haben, als Kulissen, Settings etc. pp. Ein paar Sachen sind natürlich hier und da real, hier ein Gebäudeteil, da eine Wüste und sowas. Aber das meiste davon ist gemacht worden. Und es ist eben gemacht worden in dem benutzten Zustand. Und das ist etwas, womit wir es im Rollenspiel oder allgemein im Weltendesign oder im Weltenbau dann auch zu tun haben, nämlich das Erschaffen von Zuständen, die eine Vergangenheit oder zumindest die Implikation einer Vergangenheit mit sich bringen. Und warum das gut ist, das kann ja Tobi mal aus seiner Perspektive erzählen. Naja, für mich ist es eigentlich immer wichtig, dass, wenn ich an einen Ort komme, habe ich als, beziehungsweise wenn Spieler an einen Ort kommen, hast du als Spieler da irgendwie das Problem, du hast den Ort noch nicht etabliert, der ist neu, der hat nichts, der existiert nicht. Sie haben keine Erwartung, was es da gibt, aber du musst ihnen trotzdem das Gefühl geben, das ist ein realer Ort, der irgendwie atmet und lebt und in dem sie jetzt irgendwie ein echtes Abenteuer erleben und es nicht nur eine Kulisse ist. Aber im Prinzip hast du ja trotzdem nur eine Kulisse erschaffen. Aber wenn du der Kulisse irgendwie für dich selber auch eine Vergangenheit geben kannst, die musst du gar nicht weit zurückreichen. Ich meine jetzt nicht zwingend eine Geschichte. Es ist nicht wichtig, wer diesen Ort gegründet hat und so weiter und so fort, außer das ist expliziter Teil der Story. Aber wenn ich zum Beispiel nur schon mir überlege, was ist die letzten zwei Wochen hier so passiert, damit kannst du sehr leicht die ganzen Charaktere, die da rumlaufen, irgendwie motivieren. Wenn der Wirt irgendwie einen Zwist hat zum Beispiel, weil sein Nachbar irgendwie, was weiß ich, die ganze Zeit aktuell seine Schweineherde vor sich hin schlachtet und die ganze Zeit die Schweinekarkassen irgendwie hinten im Hof rumliegen hat und es stinkt die ganze Zeit nach dem Schweineblut, dann hast du da einen Konflikt, der ist nicht groß, der ist auch nicht wichtig, aber der ist greifbar. Und schon kommst du da an und du hast diese Charaktere und die machen Dinge. Und du machst es ja als Spielleiter halt einfacher, wenn deine NSC irgendeine Form von Motivation haben, die sie antreibt. Wenn die aber zu groß ist, dann kommen die Spieler wieder an und glauben, das wäre irgendwie ein wichtiger Teil der Geschichte. Gleichzeitig kann daraus aber eine kleine Szene entstehen. Du zum Beispiel könnt jetzt der klassische Priester oder sowas losgehen und das schlichten. Solche Sachen eben. Das ist auch Teil von dieser Idee, dass Schauplätze lebendig werden durch eine Vergangenheit. Aber gleichzeitig hast du immer das Problem, dass du nicht zu viel davon haben darfst, weil du sonst anfängst zu labern. Und das soll ja wiederum auch nicht passieren. Ja, also was ich da auch ganz wichtig finde, ist das Konzept der Living Cities, dass die Leute, die sich darin bewegen, auch eine eigene Motivation haben, dass die nicht nur auf dem Feld stehen und darauf warten, dass dann endlich die Spielercharaktere vorbeikommen, sondern dass die eben einen geeigneten Tagesablauf haben. Das mag in Computerspielen mittlerweile auch etabliert sein.
Beim Pen and Paper müsste man, das ist ja so sehr einfach, sich da was zu überlegen, aber auch hier muss dann die Spielleitung ein bisschen darauf achten, dass das eben alles Hand und Fuß hat, was man dann so auf die Beine stellt, damit sich das eben lebendig anfühlt und damit dann auch so ein Strudel aus Immersion erzeugt wird. Gerade wenn man dann, das Beispiel mit den Schweinen ist tatsächlich ein ziemlich einfaches, aber es funktioniert. Also da entstehen dann sofort Bilder im Kopf. Und da kann man sich dann eben auch überlegen, was machen denn die anderen in der Zeit? Also ist das dann nur der Wirt? Nein, natürlich ist das nicht nur der Wirt. Alle anderen haben natürlich ihre eigenen Dinge. Und meinetwegen hat dann der Priester im Dorf hat dann vor 2 Tagen eine Hochzeit gehabt oder hat dann vor einer Woche hat er dann irgendwie ein Kind getauft, in welcher Religion wie auch immer dann getauft werden oder so. Aber eigentlich nur so ganz Kleinigkeiten, worüber man sich dann noch unterhalten kann, wenn man dann in der Taverne bei einem Bier sitzt. Auch das wäre eine Möglichkeit, dass man dann ein bisschen für Fluff und für Immersion sorgt. Ja, die Schwierigkeit dabei, die ich ja immer sehe bei diesem Livings, das, was du da gerade beschreibst, ist ja, dass es zu komplex werden kann. Also, dass der Spielleiter bzw. die Spielleiterin darin ertrinkt. Und du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, irgendwie den Realismus deiner Stadt zu simulieren, ohne dass du so richtig auf den Punkt kommst. Deswegen ist mein Gedanke halt, dass wenn du Orten bzw. Personen eine Vergangenheit gibst, und es reicht ein Schritt zurück, dann hast du ein Hilfsmittel, von dem du ableiten kannst, was die so treiben, dass du an einer Geschichte festmachen kannst, weil die befinden sich ja in einer Kontinuität. Und das ist ja im Prinzip, wie wir Sinn erschaffen als Menschen. Also, dass wir Sachen irgendwie sehen, die fangen an und die hören irgendwie auf und als diese kleine Geschichte dazwischen, die wir in unserem Kopf erzählen. Das macht ja jeder irgendwie. Und sei es halt, wenn man wütend auf jemanden ist, dann erzählt man sich ja auch eine Geschichte, warum, was der genau gemacht hat. Und dann ist irgendwie der blöde Kasper gekommen und hat irgendwie mein Teddy runtergeschmissen. Dann war ich so stinkig. Es ist eine kleine Geschichte an sich. Das ist, wie wir es ordnen. Und Vergangenheit hilft halt dem Ganzen irgendwie diese Form zu geben. Für mich ist das ja auch so ein Konzept mit Interpolationspunkten. Du hast Punkt A, Punkt B, Punkt C. Und wenn du die gesetzt hast, dann kannst du nach Belieben, wenn du es brauchst, die Punkte zwischen A und B interpolieren. Wie bei einer Kurve im Mathematikunterricht in der Geometrie. Das ist so ein Level-of-Detail-Konzept. Das heißt, ich muss nicht den genauen, detaillierten Tagesablauf von jedem Menschen in der Stadt kennen oder in einem Dorf oder sonst was, sondern die letzten relevanten, größeren Ereignisse. Und von denen kann ich dann ableiten. Das ist auch sehr viel einfacher zu memorisieren. In der Literatur spricht man ja auch im Prinzip davon, dass eine Erzählung immer kurz bevor vor der Story anfängt. Du hast ja im Prinzip den, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch ist der Inciting Incident. Das ist im Prinzip der Brennpunkt, der irgendwie Geschichte auslöst. Und das ist halt sowas wie, was weiß ich, die Frau verlässt den Mann. So, jetzt ist die Geschichte, die erfolgt, er versucht sie zurückzugewinnen oder was weiß ich, er fährt nach Vegas, keine Ahnung. Da kommt dann die Geschichte. Aber kurz davor hast du noch etwas. Dass dieser kleine Vorlauf, der irgendwie das Ganze in Kontext drückt, damit es überhaupt passieren kann. Und im Rollenspiel beginnt ja eigentlich jede Geschichte zwangsläufig ab dem Moment, wo die Spieler reden dürfen. Sprich, du kommst dann in den Spieltisch, du setzt dich hin, das heißt, es geht los und ab dann beginnt es, weil ab dann sind die Charaktere aktiv. Das heißt, dieser ganze Vorlauf, der wird nicht erzählt. Den hast du doppelt. Du hast ihn einmal für die Spieler, aber du brauchst ihn auch einmal für den Spielleiter, damit er den Ort, den er verwaltet, einschätzen kann. Wir beschäftigen uns damit ja die ganze Zeit, wenn wir unsere Karten machen. Also wenn wir Schauplätze designen und auch die Erzählung dazu machen, da ist ja immer irgendwas in Gange, damit der Spielleiter was an die Hand kriegt, das er auch direkt benutzen könnte. Wenn das alles so im Limbo schwebt, dann ist immer schwierig, dann das irgendwie mit Leben zu füllen. Ich kann das aus meiner Erfahrung so auch nur bestätigen. Also ich verbringe auch einen ganzen Teil der Zeit eigentlich damit, in der Vorbereitung des Spielabends mir zu überlegen, was ist davor passiert? Irgendwo diesen Kontext zu schaffen, in den ich die Spieler nachher reinsetzen kann. Und man merkt den Unterschied definitiv, ob ich vorher 5 Minuten Zeit hatte, um mir zu überlegen, was war da, oder ob man wirklich Zeit investieren konnte in die Vorbereitung. Ja, ich glaube, das einfachste Beispiel ist dann auch der böse Schwarzmagier, der in seinem Turm sitzt und dann irgendwie eine Prinzessin entführt hat. Und an sich, das funktioniert und die Spieler steigen an genau dem Punkt ein, wo dann der Bauer auf sie zukommt oder der König auf sie zukommt, hey, meine Tochter wurde entführt, bringt sie mir wieder. Aber die Geschichte, die davor passiert ist, warum sitzt dieser Magier in seinem Turm, ist vielleicht gar nicht so relevant, aber warum ist er böse? Was hat ihn dazu bewogen, jetzt ausgerechnet sie dann zu entführen? Und geht das nicht auch eben mit anderen Personen oder mit anderen Motivationen? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch dann so ein Punkt, über den man sich wenigstens mal Gedanken gemacht haben sollte, damit das dann eben funktioniert. Ja, wobei ich finde, da sind wir schon sehr in der Story selber drin. Wenn ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehe und guck mir den Schauplatz an, ne, dann ist die Frage ja vor allem vielleicht auch,
wieso sieht der Magierturm so aus, wie er aussieht? Wer hat da vor dem Magier gewohnt? Ich glaube, das ist eher die Frage, um die es euch geht, Tobias, oder? Ja, das ist auch eine von den Fragen, ja. Also zum Beispiel diese Frage, was ist bei einer Location gewesen vor dem, was jetzt ist? Das ist etwas, damit beschäftige ich mich zum Beispiel eine ganze Menge, wenn ich unsere Karten gestalte. Da hat ja, jeder Ort hat Geschichte, wo die Wege verlaufen zum Beispiel. Wo die Wege verlaufen, ist immer da, wo Menschen gegangen sind. Wo sind Menschen gegangen? Das sind sie in der Vergangenheit. Da fließen immer eine Menge Überlegungen auch in das rein, was du am Ende ja gar nicht mehr siehst als das, was ist, sondern als das, was war. Die Spuren davon. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Siedlung entwirft, die gerade erst neu gebaut wurde und die Häuser sind aus Holz, dann sind logischerweise in der Umgebung Bäume gefällt worden. Wenn die Leute noch nicht so ewig viel Zeit hatten und oder vielleicht keine Ochsen oder sowas hatten, dann sind da zum Beispiel noch die Baumstümpfe, weil sie die vermutlich nicht rausgerissen gekriegt haben. Und das sind immer so diese ganzen Überlegungen. Man geht immer, also ich gehe bei sowas immer einen Schritt zurück, einen Schritt vor, einen Schritt zurück, einen Schritt vor. Und das mache ich als Spielleiter natürlich auch. Und dadurch entsteht aber am Ende eben ein sehr viel stärker verdichtetes Bild. Und aus dem heraus kann man dann sehr viel besser arbeiten. Vor allen Dingen, weil sich daraus ja auch Probleme und Konflikte ergeben. Sei es völlig lapidarer Kleinkram. Wie eben der Umstand, dass der Typ, der da in diesem Haus wohnt, noch keinen Gemüsegarten anlegen konnte, weil das Land noch voller Baumstümpfe ist hinter seinem Haus. Weil er noch keine Zeit hatte, sich derer zu entledigen. Also das hast du übertragen, ja, vom Kartenmachen auf dann die Spielleitung auch. Aber du fängst nicht, ich sag mal, ganz weit in der Vergangenheit an, sondern du startest eigentlich kurz vorher, gehst dann vor zurück. Hast du so eine Art Playbook oder so, nachdem du immer wieder vorgehst? Na, ich mache das im Prinzip tatsächlich eher wie ein Filmemacher. Also ich habe jetzt Star Wars zum Beispiel nicht ohne guten Grund erwähnt. Denn bei der Erstellung von Star Wars, also dem ersten Film jetzt zum Beispiel, da stand ja nicht im Hintergrund die Frage, wer hat Lukes Airspeeder gebaut? Oder wem hat der vorher gehört? Das ist alles völlig irrelevant. Relevant ist, Luke hat einen Airspeeder, das ist gesetzt. Und wir setzen also den Punkt, da ist Luke Skywalker und Luke Skywalker besitzt einen Airspeeder. Dieser Airspeeder braucht dann aber den Schritt Vergangenheit, um plausibel auszusehen. Das heißt, wenn ich Geschichten fürs Rollenspiel entwickle oder eben zum Beispiel Karten, dann definiere ich ja einen Ist-Zustand und der wird dann ausgestattet mit einer plausiblen Vergangenheit. Erzählt vielleicht auch sicherlich noch eine ganze Menge darüber, wie Luke so lebt, wenn man alleine diesen Airspeeder sieht, dass er dann eben zerkratzt ist und dass es auch vielleicht kein Geld dafür gibt, dass man sich einen neuen kaufen kann oder dass man den Lack ausbessert. Also all sowas erzählt einfach eine Geschichte, nur wenn man dann Luke sieht, wie er da rumfährt. Im Prinzip wird er zu einem Symbol. Also er wird zu einem Symbol für Tatooine, für die Art, wie man da lebt, für die Art, wie Luke lebt. Genau. Also ich weiß nicht, ich habe vor Ewigkeiten mal einen Artikel dazu geschrieben. Da gibt es, glaube ich, ein Priming und Framing. Man kann ja mit solchen Stand-ins eine Menge machen. Ich meine, wir spielen ja alle Rollenspiele. Das heißt, wir wissen auch, wie wenig Zeit man immer hat. Also wir spielen zwar sehr viel, dann irgendwie in Vergehen 6 Stunden oder so, aber wann immer du redest, verbrauchst du eine Menge Luft. Und tatsächlich alles im Detail zu beschreiben, bedeutet ja sehr schnell, dass Leute irgendwie völligen Overload haben. Also an solchen einzelnen Sachen festmachen zu können. Wenn da halt der Luke ankommt, ne, und du kannst sagen, sein Speeder ist zerkratzt, sein Speeder ist gebraucht, aber ist gut erhalten oder sowas. Dann hast du eine klare Idee, was ist das? Und an diesem Speeder kannst du eine Menge sagen über Luke. Und sowas ist eine Menge wert. Seitdem Thorsten am Anfang das Beispiel gebracht hat von Star Wars, da lässt mich eine Frage nicht los. Weil das war mir völlig neu mit dem Used-Universe-Look. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann sehe ich das bei Star Wars vor allem bei den Szenen, zu denen wir als Zuschauer eigentlich uns hingezogen fühlen sollen. Also irgendwo eine emotionale Bindung aufbauen. Gerade dieser Rebellenflair ist ja sehr viel stärker von diesem Look eigentlich bestimmt als das, was wir vom Imperium sehen. Seht ihr da einen Zusammenhang? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das Imperium ist uniformer, es ist utilitaristisch, es ist anonym, industriell, militärisch. Da sind solche Sachen getilgt. Deswegen hast du da auch polierte Böden und alles Mögliche. Das unterscheidet ja auch, um das kurz einzuwerfen, im Prinzip das klassische Heim von einer Wohnung. Du hast da Sachen, die da irgendwie nicht hingehören, du hast da irgendwie so ein paar Kratzer da, du hast irgendwie ein Kind, das hat irgendwie, du hast da sowas wie die Striche von dem Kind, das gewachsen hat oder irgendwie steht 1,22 Meter und sowas, ne? Das sind ja, ist ja auch der Used Part. War das Aliens, Thorsten, wo Ridley Scott da irgendwie den Typen an, okay, war Aliens, ne? Da gab's einen lustigen... Der erste.
Lustige Sache nämlich, das Dinostromo ist ja auch so ein bisschen angekratzt an der einen oder anderen Stelle und das war eigentlich gar nicht geplant. Das ist eine Anekdote, die finde ich super. Da ist irgend so ein Hiwi hat irgendwas angedellt und irgend so ein Assistenzcheffe hat den dann da ankrakeelt, dass er gefeuert ist und dies und das. Und Ridley Scott kam vorbei und hat das irgendwie angesehen und hat sich gedacht, oh, das ist super. Okay, geh rum und mach Sachen kaputt. Danach lass sie reparieren. Sehr schön. Das ist genial. Also dieser Typ ist dann buchstäblich mit einem Baseballschläger durch das Set gegangen. Er hat natürlich einen Assistenten mitgekriegt, der ihm sagt, was er nicht kaputt machen darf, weil es natürlich Sachen gab, die nicht reparabel waren oder Elektronik oder sonst was. Aber der hat alles Mögliche angedöngelt und deswegen hast du überall angeschlagenen Lack hier und da. Dann hast du mal eine Kante, da ist Panzertape drüber geklebt und deswegen sieht die Nostromo so unheimlich real aus. Und einen ähnlichen Trick hat Ridley Scott auch angewandt für diesen Pausenraum, wo sie dann ja alle zusammensitzen und essen. Nämlich indem alle da, die Crewmitglieder, also die Filmcrewmitglieder, nicht die Schiffscrewmitglieder, da ihre Mahlzeiten eingenommen haben, mehrfach während der Vorbereitung. Und dementsprechend war alles tatsächlich benutzt. Also ich glaube, du brauchst, wenn du diesen Film siehst, musst du natürlich nicht wissen, dass es diese Szenen im Vorfeld gab. Aber du nimmst das unterbewusst wahr, dass es so etwas wie ein Used-Look gibt. Und das hat dann eben auch noch einen Eindruck, wie der Film auf dich wirkt. Das finde ich eben auch noch ganz interessant, dass es dann eben ja bei unter anderem Alien oder bei Star Wars war. Und das müsste man jetzt eben auch versuchen, in das Rollenspiel zu übertragen. Man kann natürlich beschreiben, dass es irgendwie kaputt ist oder zerstört oder auch wieder repariert. Aber man kann das eben auch nicht nur über Sprache machen, sondern einfach indem man ein Bild auf den Tisch legt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, die gemeinsame Vorstellung irgendwie zu visualisieren ist ja super schwierig. Deswegen war mein erstes Beispiel auch die Vergangenheit von Personen, also was die aktuell gerade so umtreibt, weil Personen können sprechen und Pen and Paper ist ja sehr sprachintensiv. Also ich muss auch sagen, im Prinzip gibt es ja zwei klassische Arten Pen and Paper zu spielen, nämlich eine sehr gamistische Art, wo dann der Kampf zum Beispiel im Vordergrund steht und man eine Menge würfelt. Oder ich nenne es mal eher soziale Ausrichtung, wo eine Menge geredet wird. Der narrative Ansatz. Ja, beide Sachen können eine Geschichte erzählen grundsätzlich, aber bei der einen benutzt du halt als Mittel den Dialog und sprichst die ganze Zeit mit Leuten in-game und beim anderen hast du halt Würfel und Taktiktabellen und so weiter und so fort. Für mich ist es halt, es ist auch immer eine Zeitfrage. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste dabei. Man kann nur eine finite Menge Sachen irgendwie vorbereiten im Voraus und man kann nur eine sehr begrenzte Menge Sachen erzählen und zeigen, während man spielt. Weil am Ende müssen ja auch die Spieler aktiv sein können und Veränderungen einführen können und handeln können. Und zum anderen ist einfach nur eine bestimmte Menge Zeit da, die man physisch mit Quatschen füllt. So wie wir jetzt gerade. Deswegen ist halt die Sachen mit im Prinzip mit diesem Antrieb zu versehen, dass ich im Zweifel in ihre Vergangenheit gucken kann, um mir zu überlegen, was tun die jetzt, ohne dass ich es im Voraus wissen muss. Das ist für mich halt im Prinzip der große Trick für einen lebendigen Schauplatz, dass ich eine Motivation reinpacke. Das ist der Punkt ist ja, ich will haben eine bestimmte Idee, was es da sein soll. Ich sage, ich brauche ein Dorf, das ist, was weiß ich, in dem gibt es aktuell Zwist. So, das ist wichtig. Ich brauche zwei Fraktionen. Okay, das ist der Ist-Zustand, das ist den ich brauche. Und jetzt gucke ich in die Vergangenheit, beziehungsweise ich entwickle die Vergangenheit, die ich brauche, damit das so sein kann. Und diese Vergangenheit bietet mir dann zusätzlich einen Pool, in den ich reingreifen kann, um mir jederzeit etwas rauszuholen, wenn ich mehr brauche. Und das geht, das ist im Prinzip ja, auch wenn man Charaktere entwickelt für Literatur oder Serien oder Filme und sowas. Du beginnst ja nicht damit, du sagst, ich habe hier ein Baby. Was könnte das wohl werden? Das ist die falsche Richtung. Du sagst, ich habe hier einen Indiana Jones. Was hat Indiana Jones in der Vergangenheit gemacht? Wieso ist der Indiana Jones? Du fängst immer von da an, wo du bist. Nie ganz vorne. Aber du brauchst die Kontinuität. Nun entwickelst du sie aus der anderen Richtung. Wenn du jetzt so eine Szene beschreibst, wie ihr betretet einen großen Saal, dann hast du ja wenig Details dabei, aber du weißt eigentlich gar nicht, stellen sich meine Spieler jetzt was vor, was mehr so dem entspricht, was in Richtung Used Universe Look geht? Oder gehen die da ran und stellen sich den Saal jetzt einmal leer und starr vor? Wie geht ihr damit um? Ich denke, da kannst du tatsächlich den Tipp von Frosty vorhin aufgreifen. Das machst du dann an bestimmten Symbolen fest.
Wenn du zum Beispiel sagen willst, der ist irgendwie, wenn du sagst, auf den Möbeln sammelt sich eine Staubschicht und irgendwie ein alter, tatriger Butler läuft im Hintergrund rum, der euch nicht mal bemerkt, das ändert sofort deine Gesamtvorstellung davon. Du musst den, ich meine, du greifst ja immer so ein bisschen in ich nenne es mal, ja, so das kulturelle Gedächtnis, ne? Ja. Du kannst ja nicht Rollenspiel spielen auf der Basis von, ihr seid nur Aventurier und ihr wisst nichts außer Aventurien. Das geht ja nicht. Die Spieler dahinter, die haben irgendwie ihre Bilder im Kopf, die sie irgendwo her haben. Und es ist auch sehr interessant, wenn man Rollenspiel designt, weil die Menschen, die Rollenspiel spielen, verändern sich ja auch. Eine neue Generation Rollenspiel hat einen ganz anderen Hintergrund. Zum Beispiel Fantasy war früher sehr viel mehr irgendwie so ein bisschen flamboyant, ein bisschen dies und das. Heute hast du Game of Thrones mit diesem alle intrigieren und Blut und Grrr und alles ist dunkel und das ist eine andere Art Fantasy. Und diesen Hintergrund musst du auch im Kopf halten, damit du weißt, was für Bilder du abgreifen kannst. Weil aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die stellen sich da einen leeren Raum vor, erwähnen Menschen. du musst halt im Prinzip als Spieler ein Gefühl dafür entwickeln, was sind so die Markierungspfosten, mit denen ich innerhalb von wenigen Sätzen einen Raum ausreichend definieren kann. Es ist ja gar nicht wichtig, dass du ihn komplett definierst, solange alle so ungefähr wissen, was Sache ist. Im Zweifel fragen Spieler ja auch nach. Du musst ihnen nur genug geben, damit sie wissen, in welche Richtung sie fragen müssen. Bezüglich der Richtung, das hattest du eben vor zwei, drei Sätzen einmal gesagt, finde ich ganz interessant und darüber sollten wir uns auch nochmal unterhalten, von welcher Richtung aus man designen sollte. Also fangen wir bei Indiana Jones an oder bei dem Baby? Natürlich ist der junge Indiana Jones als Kleinkind, wenn er gerade im Krankenhaus liegt, ist er für uns nicht relevant. Aber es kann trotzdem relevant sein, ob ich mir diese Gedanken mal gemacht habe. Weil wenn ich mir jetzt mal Tolkien ansehe und dann überlege, inwiefern er dann seine Welt ausgestaltet hat, er hat eine eigene Sprache erfunden, er hat dann irgendwelche Stammbäume geschrieben, die über mehrere Jahrtausende dann funktioniert haben oder nicht haben. Aber ich glaube, das ist auch für die Kausalität dahinter nochmal ganz wichtig. Das hatte ich ganz am Anfang angesprochen. Warum ist das böse rote Auge in diesem Turm da und warum ist er böse? Man sollte sich da vielleicht nochmal Gedanken drüber machen, aus welcher Richtung man dann designt. Ob das abhängig ist, ob man eine Person beschreibt oder ob man einen Ort beschreibt oder ja, eine Szenerie. Ja, hängt ja vom Designziel ab, ne? Im Prinzip springst du ja mehrfach hin und her. Also es kommt darauf an, wie groß das ist, was du designst. Wenn du jetzt natürlich sagst, zum Beispiel, ich will ein komplettes Setting designen, ne? Sowas wie, ich habe hier mein Herzogtum, darin wird meine komplette Kampagne stattfinden. Dann kannst du ja nicht einfach einmal sagen, das ist so und dann einmal kurz drei, vier Vergangenheitssachen sagen, dann ist fertig. Du wirst hin und her springen, weil das befruchtet sich ja auch. Du hast so eine Grundidee, womit du anfängst, dann guckst du mal, was könnte da in der Vergangenheit passiert sein, das inspiriert dich wieder, dann wendest du das wieder auf die Gegenwart an, springst wieder zurück. Also rein grundsätzlich, du kannst ja niemals für alle Gelegenheiten arbeiten. Du hast ja immer irgendwie irgendwann hast du ja auch zum Beispiel eine feste Gruppe. Irgendwann sind die Charaktere fertig, dann kannst du ja auch nicht mehr irgendwie sagen, ja, aber ich habe jetzt eine Welt erschaffen, die ist für ganz andere Charaktere gedacht. Irgendwann sind die Charaktere da, die Geschichte ist da und dann muss das auch irgendwie aufeinander passen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass du eigentlich immer von da anfängst, wo du bist. Und sei es mit der Grundidee. Sei es halt sowas wie, ganz klassisch, wir möchten eine Abenteurergruppe spielen, die herumzieht und Abenteuer erlebt. So, das ist eine sehr grobe Sache. Aber du musst schon mal überlegen, wieso ziehen Leute rum. Also musst du in die Vergangenheit gehen. Aber du musst wissen, wo es hingehen soll. Das ist tatsächlich lustig. Wir haben mal Life-Path-Sachen gemacht früher. Und nachdem wir im Prinzip die Vorgeschichte ausgespielt haben, musste ich sagen, ja, dieser Charakter, den kann ich nicht spielen. Der ist, ich finde den cool, der ist sehr realistisch und alles. Und der Vergangenheit ist ganz toll und ich will den nicht spielen. Der passt mir überhaupt nicht in das, was wir machen. Der darf jetzt happily ever after irgendwo anders leben, aber ich muss auch einen neuen Charakter machen. Das war super unpraktisch, weil das hat fast 5 Stunden gedauert. Ich meine, dass man Charaktere aus dem Jetzt in die Vergangenheit erschafft, das habe ich ja im Prinzip aus der Literatur. Das ist ja nicht völlig ohne Basis, weil der Punkt ist natürlich, die Literatur hat ja immer eine sehr enge Bahn, in der sie arbeitet. Du hast ja eine feste Geschichte. Bei Rollenspielen hast du natürlich sehr viel breitere Geschichten, aber trotzdem musst du irgendwie am Anfang wissen, was du tust. Und sei es, dass du sagst, ich will einen Magier spielen, weil wenn du anfängst mit dem Baby und am Ende kommt raus, ich habe jetzt einen Holzfäller, dann ist das nicht genau das, was du wolltest. Dann kannst du von vorne anfangen, außer
hast Glück gehabt, ne? Aber wer hat schon genug Zeit, um immer darauf zu setzen, dass er Glück hat mit seinem Charakter, der da am Ende irgendwie rauskommt? Ja, die meisten Rollenspielsysteme machen das ja auch deswegen so. Du baust den Charakter, den du haben willst, und danach überlegst du dir, warum der da ist und woher das alles hat, etc. pp. Oder du lässt es halt sein, das ist ja deine Entscheidung. Es gibt aber auch Systeme, die machen das genau andersrum. Traveller zum Beispiel. Traveller ist ja berüchtigt dafür, eins der wenigen Rollenspielsysteme zu sein, wo du bei der Charaktererschaffung bereits sterben kannst oder zumindest ein Krüppel werden kannst. Das ist super sinnvoll. Es gibt Leute, die finden das richtig gut, weil sie diesen emergenten Charakter, also den Charakter des Spieles selbst, wo die Dinge sich aus sich selbst entwickeln und unvorhersehbar sind, sehr schätzen. Nur ist das halt inkompatibel damit, bestimmte Storys zu erzählen. Wenn ich mir jetzt denke, oh, ich würde gerne so einen Fantasy-Helden spielen, der Prinzen rettet und Drachinnen erschlägt, dann möchte ich ja nicht irgendwie einen Charakter erschaffen, der ja mitten in der Erschaffung plötzlich erblindet und es dann eben heißt, okay, mit Schwertkampf war es das jetzt. Das hat er noch nicht gelernt, das wird er jetzt auch nicht mehr lernen. Zaubern kann er auch nicht. Als Tobi eben noch sagte, dass er einen Charakter gebaut hat, der dann ziemlich cool war, aber der dann in die Welt nicht reingepasst hat, da kann man sich ja genauso überlegen, definiere ich als Spielleitung erst, was wir spielen und sage das dann auf einer Metaebene meiner Gruppe, hey, baut doch mal was dazu passt, meinetwegen, wir spielen alle heilige Krieger einer Kirche, so als Setting-Gruppe, oder aber ich mache es genau andersrum und lasse die Spieler, die Spielerinnen dann erst einmal die Charaktere bauen und überlege mir dann, was kann ich dazu für eine Geschichte zu erzählen. Man kann es aber auch verknüpfen, und zwar mit allem, was jetzt eben gesagt worden ist, und zwar sowohl mit von vorne einen Ritten aufziehen, dann könnte es aber vielleicht nicht passen mit dem, ich will eigentlich einen Magier bauen, habe jetzt aber aus Versehen einen Bauer ausgewürfelt. Und ich glaube, das macht Beyond the Wall beispielsweise ganz gut, denn das verknüpft all diese Punkte miteinander. Ich baue mir oder ich sage, ich möchte einen Magier spielen und springe dann nach ganz vorne. Was waren meine Eltern von Geburt, beziehungsweise was haben die so gemacht, was habe ich in meiner Jugend erlebt? Und gleichzeitig wird auch das Setting damit aufgebaut, das Dorf, in dem wir dann spielen, also wieder eine Karte, die dann gemeinsam gemalt wird, und auch das Abenteuer, also nicht nur die Umgebung, sondern auch die Spieler, beziehungsweise die Charaktere und auch die Karte dazu. Das entsteht alles gemeinsam. Deswegen finde ich Beyond the Wall ein unglaublich schönes System. Ich denke, das hat eine gewisse Stärke für Few-Shots, weil es halt Chaos generiert, ne? Also Unerwartetes, dass man noch etwas entdecken kann im Prinzip, während man das ja schafft. Für jetzt lange Kampagnen würde ich das tatsächlich nicht machen, weil meiner Erfahrung nach führt es dann irgendwann zu Charakteren, die man halt eigentlich verbrauchen sollte. Die sollten ihren großen Knaller haben und dann sollte die Geschichte enden, weil sie vermutlich nicht genug Tiefe haben tatsächlich, um zu funktionieren. Außerdem entwickelt sie weiter. Das will ich nicht ausschließen. Ne? Ja. Ich will da jetzt auch keinem sagen, wie er irgendwie spielen soll. Das ist jeder sein eigenes Bier. Nur meine Erfahrung ist halt mit solchen im Prinzip Setting-Randomizern, dass die sehr gut funktionieren, um One- oder Few-Shots zu kickstarten, aber etwas problematischer sind bei größeren Geschichten, weil das ist ein Komplexitätsproblem. Weil ich wäre, wenn der Spielleiter dir sagt, wir spielen Folgendes, bitte mach einen Charakter, dann hat das ja eigentlich den Grund, dass er eine Geschichte ausgearbeitet hat, die so kompliziert ist, dass er nicht mit zu viel Chaos arbeiten kann. Das ist ja auch in Ordnung, die kann sehr spannend sein. Gleichzeitig, wenn du einfach sagst, ja, mach mal Charaktere, ich denke mir dann irgendeine Geschichte dazu aus, die ist dann vermutlich eher seicht, beziehungsweise wird sehr schnell Probleme aufwerfen, wo er feststellt, dass er irgendwie nicht weiterkommt, also der Spielleiter in dem Fall. Ja, gebe ich dir mit allen Punkten recht. Also das, was du sagtest, sowohl One of Few Shots als dann eben auch die andere Möglichkeit, dass man die Charaktere baut und dann guckt der Spielleiter oder die Spielleiterin, was sich daraus dann machen kann. Das mag vielleicht funktionieren, aber wenn man das auf längere Zeit dann absieht, dann könnte es eventuell dazu führen, dass es dann irgendwann entweder langweilig wird oder zu chaotisch. Ich denke auch tatsächlich, der Königsweg ist so ein bisschen Mix and Match bei Kampagnen. Also, dass die Spielleitung eine Idee hat, wie soll das laufen, was habe ich hier ungefähr. Dann die Spieler ihre Idee von Charakteren äußern, das gemeinsam ein bisschen diskutiert wird, man auch ein bisschen anpasst. Man muss immer bereit sein, ein bisschen anzupassen. Dieses, ich habe jetzt hier aber meinen Charakter mitgebracht und den spiele ich jetzt genauso. Es ist ein kooperatives Medium, es ist eine kooperative Erzählung. Du musst auch akzeptieren, dass der Spielleiter irgendwie bereits eine Menge Arbeit dadurch hat, überhaupt eine Geschichte zu erzählen. Also mein Hobbit würde niemals das Auenland verlassen.
Und dann siehst du den Spielleiter, der da sitzt, sich langsam nach vorne neigt, sich mit der Hand an die Stirn fasst und sich denkt, hast du wirklich gedacht, dass wir das gesamte Abenteuer, die gesamte Kampagne im Auenland spielen, mit einem Reiter aus Rohan und einem Elfen? Alles im Auenland. Ja, und alles dreht sich um Bierproduktion oder was? Ich wollte gerade sagen, Käse essen, Pfeife rauchen. Nee, also klar, also ich meine, der Kompromiss dabei ist immer wichtig. Ich würde mich da auch immer um einen Tisch setzen zu dem Thema und das nicht dem Zufall überlassen, was ich mit meiner Gruppe spielen würde. Das sehe ich genauso. Also es ist natürlich schön, wenn man eine Startidee dabei hat, aber gerade, es hat immer die Frage gesagt, spielt man One-Shot, spielt man Few-Shot, spielt man Kampagne? Ich meine, Thorsten und ich zum Beispiel, wir spielen immer sehr lange Kampagnen. Da ist es völlig okay zu sagen, wir brauchen 2 Wochen der Vorbereitung und sind dann eigentlich mit der Vorbereitung noch nicht fertig. Wir spielen viel und wir spielen lange Kampagnen. Wenn jetzt jemand sagt, wir spielen fast nur One-Shots und wir hüpfen von System zu System, dann ist eigentlich am wichtigsten, dass alle verstehen, was die Stärke des Systems ist und dann go for it. Verschwend keine Zeit damit zu planen. Spiel mehr. Ich denke auch so, auf der einen Seite Vorbereitung, auf der anderen Seite, irgendwann muss man auch starten. Man wird keine Kampagne von Anfang an bis zum Ende durchplanen können. Und genauso ist es mit den Figuren auch. Ich habe das bisher immer erlebt, dass die Figuren sich im Laufe der Zeit dann noch entwickelt haben. Und es bleiben ja auch immer noch blinde Flecken in der Vergangenheit, an denen man dann noch drehen kann, wo man sagen kann, okay, da füge ich noch was ein. Sowohl auf Seiten des Spielleiters als auch auf Seiten des Spielers selber, wenn sie sagen, ey, es wäre doch total cool, wenn ich in meiner Vergangenheit noch das und das erlebt hätte, dann hätte ich hier noch einen neuen Twist. Ja, absolut. Also die Vergangenheit ist eigentlich ja nur dazu da, um die Zukunft zu gestalten, jedenfalls im Rollenspiel. Das ist extrem wichtig. Das ist auch etwas, was man Leuten im Prinzip sagen, wo ich der Meinung bin, das sollte man knallhart immer wieder sagen, ne? An neuen Rollenspielen vor allem. Du spielst ab dem Moment, wo du spielst, was auch immer du da an Hintergrund irgendwie geschrieben hast, in dem Moment, wo der eine Belastung ist, ist es ein schlechter Hintergrund. In dem Moment, wo er dir Hooks gibt für zukünftiges Abenteuer, ist ein guter Hintergrund. Und zwar ausschließlich diese binäre Wahl im Prinzip. Ich halte es ja sogar so, dass Charaktere als Hintergrund tatsächlich nur so Schlaglichter haben sollten. Also so ein paar Momente, die dem Spielleiter im Prinzip zum Beispiel, das ist klassisch, als ich den Don betrog. So, das reicht. Das arbeite ich noch ein bisschen aus, warum ich den Don betrogen habe, wie ich den betrogen habe und so weiter und so fort. Aber jetzt hat der Spielleiter was in der Hand. Ich könnte jetzt aber auch noch diskutieren, wie ich dann noch die Tochter des Dons gedatet habe. Das ist aber nichts bei passiert, das war auch okay. Dann hatte ich irgendwie noch eine Beteiligung an einer Tankstelle, bla 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 bla. Völlig unwichtig. Das ist Zeug, das kann man, wie du gerade gesagt hast, nachschieben. Ohne Probleme. Und also diese klassischen hefterdicken Charakterhintergrundgeschichten sind ja eigentlich das klassische Negativbeispiel von Geschichtlichkeit. Auch weil sie ja meistens suggerieren, dass die eigentliche Story bereits auserzählt ist. Das finde ich nämlich auch spannend, da muss man immer aufpassen. Es ist ja eine Gratwanderung. Wenn ich mir überlege, was an einem Ort geschehen ist, dann sollte ich dabei zumindest auch darauf achten, dass die Dinge, die geschehen sind, nicht spannender sind als das, was noch geschehen wird. Denn ansonsten frage ich mich letztlich als Spielender, sowohl als Spielleiter als auch als Spieler, warum ich die Geschichte gespielt habe und nicht die Vorgeschichte. Okay, jetzt halte ich aber mal dagegen. Du arbeitest gerade an der Karte über ein Schlachtfeld. Was passiert auf dem Schlachtfeld, was noch interessanter ist als die Schlacht davor? Davor ist ja keine Schlacht. Der Vorzustand ist in dem Fall, wie es war, bevor die Schlacht stattfand. Okay. Also ich muss auch sagen, ich bin persönlich kein Freund von 4 DIN A4 Seiten mit Hintergrundgeschichte. Ich mache es eigentlich auch so, dass ich dann für wenige Vor- und Nachteile, die ich dann gewählt habe, mir dann überlege, woher kommt das? Also sowohl der Vorteil als auch der Nachteil oder Aspekte, wenn ich dann Fate spiele. Da kann man sich ja immer überlegen, je nach System, wie man das ausdefiniert. Aber das müssen immer nur kleine Punkte sein. Es gibt nichts, was ich schlimmer finde, als wenn man dann am Lagerfeuer sitzt und die Helden erzählen sich dann in endlosen Monologen, wie man dann damals auf dem Drachen geritten ist und wie man die Prinzessin getötet hat und sowas. Also das interessiert mich halt so gar nicht. Das sind einfach Monologe und die anderen nicken und denken sich, ja, genau, meine Eltern wurden auch von Orks umgebracht oder von Elfen umgebracht und nicht von Orks.
Es sind einfach keine schönen Geschichten. Man sollte die eben erzählen darüber, wie man sich verhält. Ich glaube, da haben wir in zahlreichen Donnerhaus-Talks hatten wir auch schon drüber geredet, über die Vergangenheit, wie man sich wann verhält und warum. Also wenn wir dann in eine Drachenhöhle einbrechen und dann den großen Schatz klauen wollen oder diesen einen Ring, der da oben liegt oder das irgendein Kristall, weiß ich nicht, dann macht es keinen Sinn, dass ich da jetzt aushole, warum ich Drachen hasse. Das sollte man dann eher zeigen, bevor ich dann da vor diesem Kristall stehe und den dann mitnehme und dann erstmal anfangen dann zu sprechen, weil jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, diese vier DIN A4 Seiten vorzulesen. Hört ja, mir zu. Wir erinnern uns doch alle an The Princess Bride von 1987, als Inigo Montoya in einer Taverne saß und einem Wildfremden erklärte, dass er unterwegs ist, um seinen Vater zu rächen. Nein! Er kam an, sagte, My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die! Also tatsächlich hat er beides getan. Er hat vorher ausführlich erklärt, dass er das tun wird. Okay. Und dann hat er das getan. Aber es ist eine Komödie. Ja. Ich meine, es ist halt sehr auf den Punkt gebracht. You killed my father. Prepare to die. Okay, gut. Ich weiß alles, was ich wissen muss über diesen Charakter, während er mit einem Schwert vor mir steht. Ja. Ja, ich bin auch ein Freund von Show, Don't Tell. Also, dass du dann eben durch dein Verhalten zeigst, wie du drauf bist, warum du so drauf bist und dann nicht erstmal großartig erklärst, warum das ist. Also, weder OT noch IT im Spiel. Das ist übrigens auch eine interessante Sache, wo wir wieder bei der Geschichtlichkeit von zum Beispiel Orten sind. Du hast zum Beispiel einen Ort in einer Geschichte und die Leute dort sind arm. Warum auch immer. Ist jetzt egal, ob ihr König sie ausbeutet oder ob eine Pestilenz durchs Land gezogen ist. Das ist erstmal alles nebensächlich. Für die Geschichte ist aus irgendeinem Grund relevant, dass die Leute arm sind. Jetzt kannst du einen NSC nach dem anderen antanzen lassen und die erzählen alle, wie arm sie sind und wie schlecht es ihnen geht und so weiter und so fort. Du kannst aber eine Menge davon auch dadurch ausdrücken, dass du den Umstand der Armut dieses Ortes in der Beschreibung des Ortes eben in die Vergangenheit legst, also vergeschichtlichst. Wenn du nämlich als Reisender dort ankommst und siehst, dass die Felder schlecht bestellt sind, dass einige Häuser verwaist sind, die Fensterläden klappern, ein halbfertig gebautes Haus hinten auf der Wiese steht, an dem scheinbar seit Wochen nicht mehr gearbeitet wurde, dann weißt du, in diesem Ort stimmt irgendwas nicht. Dann weißt du, die Leute haben irgendwelche Probleme oder sind vielleicht schon mal alle nicht mehr da. Oder wenn du zum Beispiel die Abwesenheit von Nutztieren erwähnst. Oder noch schlimmer, du erwähnst nicht nur die Abwesenheit von Hühnern, sondern auch die von Hunden und Katzen. Und wenn dann der erste Typ auf die Spieler zukommt und sie fragt, ob sie was zu essen haben, dann weißt du instant, was da los ist. Wow. Too much informations. Aber was ich eben auch bezüglich Hintergrund einer Karte sehr toll finde, die ja, gezeigt wird, aber eigentlich nicht verraten. Das ist beispielsweise dann der Elefantenfriedhof oder wenn ich mich berufe, dann auf deine Karte, der Drachenfriedhof. Da hattest du ja so ein bisschen die Geschichte vom Elefantenfriedhof mal erklärt, was ich selber zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Und das macht es aus dieser eigentlich spannenden Geschichte mit einer Erklärung, warum sammeln sich diese Elefanten dann über Jahrzehnte hinweg alle an diesem Ort, um da zu sterben? Und warum machen das Drachen vielleicht genauso? Die Geschichte, die dann darüber erzählt wird, ist es mysteriös, wenn ich diese Skelette da sehe, wie die da rumliegen und verwesen. An einigen ist vielleicht noch ein bisschen Fleisch. Überall kannst du dann die Raben sehen, wie sie dann irgendwie die restlichen Fetzen wegpicken. Das ist eine unglaublich interessante Geschichte, die dann durch diese Karte nicht verraten wird, aber sie ist ja irgendwo logisch begründet. Ja, genau. Das du musst es ja nicht wissen, um es zu sehen, um es zu erleben. Wenn die Spieler sich nicht weiter dafür interessieren, dann erfahren sie ja die Symptomatik der Ereignisse trotzdem. Und wenn sie sich dafür interessieren und du bereits weißt, warum das so ist, dann kannst du diese Neugier auch befriedigen. Also wenn die jetzt zum Beispiel sagen würde, warum sterben hier so viele Elefanten, in dem Fall eben, warum liegen hier so viele tote Drachen rum? Lass uns mal die nächste weise Frau im nächsten Ort befragen, was die weiß. Und die verweist dich dann vielleicht noch auf irgendein Kloster und dann studierst du das Archiv und dann findest du raus, was da alles dahinter steckt. Das kannst du alles tun. Wenn es dich nicht interessiert, musst du es nicht tun. Aber damit du diese Information dekodieren kannst, muss sie vorher einkodiert sein. Das ist allgemein auch so eine interessante Sache bei der Interpretation zum Beispiel von, also überhaupt von fiktiven Elementen in Medien. Wenn du zum Beispiel jetzt, gehen wir zurück zu Star Wars, nehmen wir Luke Skywalker. Du kannst dir nicht tatsächlich die Frage stellen, warum Lukes Speeder drei von diesen Antriebsgondeln hat. Die kannst du nicht beantworten. Oder waren es zwei? Ich glaube, es waren drei. Diese Frage kannst du nicht
analytisch beantworten, weil dieser Speeder nicht tatsächlich ein Speeder ist. Der Speeder ist ein Prop. Die Begründung ist, weil der Designer, der den Speeder gebaut hat, als Prop das cool fand. Du kannst halt immer nur das rausziehen an Informationen, was reingebaut wurde. Wenn du jetzt als Spielleiter mit so einer Situation konfrontiert bist, dann müsstest du an dem Punkt anfangen, tatsächlich neu zu interpolieren, neue Informationen zu erfinden, die vorher nicht da waren, weil dieser Waypoint nicht gesetzt war. Ja, ich finde, du hast eben ein richtig gutes Stichwort gebracht, und zwar die Symptome. Also wie bei einer Krankheit auch. Natürlich gibt es einen Auslöser und natürlich wirkt sich die irgendwie auf den Körper aus. Aber am Ende musst du dann versuchen, diese Symptome zu interpretieren, damit du dann den Ursprung der Krankheit herausfindest und sie dann bekämpfen kannst. Und wenn wir jetzt wieder zurück auf den entweder den Speeder kommen oder den Drachenfriedhof, du siehst nur noch die Symptome, dass da eben viele Drachen rumliegen. Gut, kann dich jetzt interessieren oder eben nicht, aber ich glaube, du solltest uns vielleicht mal verraten, warum ein Elefantenfriedhof funktioniert, wie er funktioniert, oder eben auch ein Drachenfriedhof. Finde ich nämlich eine echt interessante Antwort, die du damals gegeben hattest. Ach so, ja. Ich hab's dir schon angeteasert, dann muss das auch verraten werden. Klar. Der Elefantenfriedhof ist ja ist ja im Prinzip ein Mythos. Elefanten gehen nicht irgendwo hin, um zu sterben. Es wäre ja Unsinn, eigentlich geht ja kein Tier irgendwo spezifisch hin, um zu sterben. Selbst Lachse haben das, glaube ich, nicht geplant. Aber bei den Elefanten ist das eben so, dass wenn Elefanten älter werden, dann sind ihre Zähne abgenutzt und ihre Füße werden empfindlicher und sie werden schwächer. Und deswegen gehen sie in Feuchtgebiete, wo saftigere, weichere Pflanzen sind und wo der Boden nicht so hart ist. Und da sammeln die sich dann. Irgendwann verenden die dann da eben auch. Und wenn das lange genug immer wieder passiert ist, dann bildet sich da sozusagen der Elefantenfriedhof. Der ist nicht ganz so dramatisch, wie er dann in irgendeinem Abenteuerfilm aus den Nachkriegsjahren aussieht. König der Löwen, Disney-Film. Ja, zum Beispiel. Der ist da natürlich so ein bisschen gestreuter, aber du hast eine Massierung von toten Elefanten und in dem Fall Elefantengebeinen in dieser spezifischen Lokalität. Und das ist aber begründet durch die natürlichen Bedürfnisse der Tiere. Also die haben halt einen Grund, dorthin zu gehen. Das ist eben auch wieder die Vergangenheit des Ortes. Die gehen dort nicht hin, um zu sterben, aber am Ende sind sie dort tot. Und bei den Drachen, das war jetzt halt die Sache, wir hatten die Karte gemacht mit dem Drachenfriedhof. Und wir haben jetzt noch nicht festgelegt, was ist unsere Version, warum das so ist. Da gibt es viele mögliche Versionen. Ich meine, eine davon ist eben zum Beispiel auch, Drachen werden krank und wissen, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr können. Vielleicht ist ihnen sogar klar, dass sie sterben. Sie brauchen irgendwas, was auch immer das ist. Zum Beispiel, was ist, wenn Drachen Schwefel brauchen, um Feuer zu speien? Ihre physischen Kräfte schwinden, also gehen sie irgendwo hin, wo sie sich besser verteidigen können. Vielleicht gehen sie auch irgendwo hin, wo mehr schwache Drachen sind, die sich dann gemeinsam besser verteidigen können. Oder sie können ihre Körperwärme vielleicht nicht mehr so gut aufrechterhalten und gehen irgendwo hin, wo es wärmer ist. All das sind Gründe, die man heranziehen kann, um zu begründen, warum die gewünschte Symptomatik entsteht. Und die gewünschte Symptomatik ist der Elefantenfriedhof, in dem Fall der Drachenfriedhof. Weil der Spielleiter will, dass da tote Drachen sind. Ja, also ich meine, wenn ich mir jetzt so den Elefantenfriedhof ansehe, wenn ich da durchlaufe, egal in welchem Film, dann auf alle Fälle ist er gruselig. Aber wenn ich mir jetzt diese Geschichte dazu anhöre, woran das liegt, ja okay, dann kann ich auch mit den Schultern zucken. Aber das wissen die Abenteurer ja in dem Augenblick zumindest nicht. Von daher finde ich das eine echt interessante Entwicklung, wie dann eine Karte dann auf den Betrachter wirken kann. Aber da muss man schon sagen, Thorsten, hast du natürlich echt viel Gedanken reingesteckt. Wie lange hat das gedauert, bis du auf diese Idee gekommen bist, wie dieser Drachenfriedhof funktioniert? Wenn du den jetzt aus dem Ärmel schütteln solltest in einem Abenteuer, dann würdest du dich wahrscheinlich doch damit schwer tun. Das ist alles eine Frage der Vorbereitung in dem Fall. Genau. Das ist eine Frage der Vorbereitung. Ich meine, das sind ja solche Sachen, die fallen mir jetzt auch leichter als vielleicht einigen anderen Leuten. Aber ich mache das ja jetzt auch seit über 25 Jahren. Was ich halt irgendwie denke, ist das, worum es da geht, ist im Prinzip der Blick unter die Oberfläche. Wir können ja immer nur das, was wir vorhin Symptome genannt haben, sehen. Ja. Im Prinzip, wenn wir bei der Krankheitsmetapher bleiben, dann hast du ja im Prinzip dann die Diagnose und dann guckst du, warum. Ich meine zum Beispiel die klassischen Grippesymptome. Die können verschiedene Ursachen haben. Du kannst Grippesymptome haben wegen einer Borreliose. Du kannst Grippesymptome haben wegen deiner Impfung. Die gehen nach 2 Tagen wieder weg. Trotzdem kannst du so ein bisschen verschnupft sein, ein bisschen Kopfschmerzen haben und so weiter. Das ist kein Problem, das ist eine Immunreaktion. So. Das,
Die Frage ist halt, wenn der Ort keine Vergangenheit hat, wenn die Handlung keine Vergangenheit hat, dann wird auch kein Sinn erzeugt. Dann ist es einfach nur ein, da ist ein böser Magier, hau ihn tot. So, ja, kann man machen, ist auch irgendwie interessant, aber halt nicht besonders lang. Ich wollte gerade sagen, also das ist zwar das erste Mal interessant und meinetwegen das zweite und dritte Mal, aber wenn du dann, ich sag mal, ein Jahr spielst oder 2 Jahre oder mittlerweile gibt es dann auch die Generation, die dann seit 35 Jahren spielt und spätestens dann wird es auch irgendwann langweilig und man will dann eben auch wissen, warum ist der Schwarzmagier böse? Was hat er für eine Geschichte zu erzählen? Will man sich vielleicht vorher wirklich mal mit ihm unterhalten und dann kann der Bösewicht am Ende noch eins seiner bekannten Monologe erzählen, wo er dann vor den gefesselten Helden sitzt. Na gut, aber nichts langweiliger, wenn der Schwarzmagier da einfach nur sitzt und sie dann tötet, weil er hat keine Geschichte zu erzählen. Das ist halt auch. Ja, ja, und kein Bedürfnis. Ja, ich bringe mich jetzt um. Ja. Es gibt ja immer diese klassischen Witze mit den Bond-Bösewichten. Dass Leute das immer ganz lustig finden. Was wäre denn, wenn der Bond-Bösewicht einfach Bond umbringt? Das ist eine interessante Frage. Kann er das überhaupt? Denn das sind ja eben keine normalen Leute. Das sind ja alles Psychopathen und Soziopathen und völlig größenwahnsinnige Personen. In dem Moment, wo ich also voraussetze, dass diese Person existiert, benimmt die sich garantiert nicht absolut rational. Denn es ist ja nicht rational zu sagen, ich baue einen Öltanker, der U-Boote frisst. Kein normaler Mensch kommt auf so eine bescheuerte Idee. Oder würde sagen, ich bin stinkend reich. Was wäre ich denn noch gerne? Ach ja, ein Feind von England und Amerika. Wenn du Osama bin Laden bist vielleicht, okay, dann klingt das nach einem attraktiven Lebensentwurf. Aber ich glaube, auch der hatte andere Ziele. Das ist eben das Interessante. 5 Bösewichte, Schwarzmagier, böse Barone, finstere Cyborgs oder künstliche Intelligenzen, was auch immer, die können von den regeltechnischen Aspekten identisch sein, sich aber durch ihre Hintergründe natürlich völlig unterscheiden und dann dementsprechend auch ganz andere Ansätze haben, wie man mit ihnen interagieren kann. Also ich finde mich da auf jeden Fall wieder. Ich bin ja ein ähnliches Semester wie du, Thorsten, und bin auch endlich lange im Rollenspiel dabei und der Anspruch, den man hat an den Hintergrund, den man den Spielern präsentiert, der ist definitiv im Laufe der Zeit immer weiter gestiegen. Was vor 10 Jahren noch gezogen hat, das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Ich denke, ein Punkt ist auch sowas wie ein moralisches Dilemma. Kannst du ja auch nur aufbauen, wenn du irgendwie den Blick unter die Haube ermöglicht. Sei es halt sowas Klassisches wie du bist ein Polizist oder was weiß ich, ein Private Detective ist besser, weil du ein bisschen mehr Wahlmöglichkeiten hast. So. Und du ermittelst in einem Mord und du findest den Mörder und der hatte einen richtig guten Grund. So. Jetzt bist du schon mal von dem Dilemma, er hat jemanden ermordet. Ich muss ihn doch eigentlich jetzt verhaften. Aber gleichzeitig, derjenige, den er ermordet hat, der war ein grauenvoller Mensch, der irgendwie die ganze Zeit seine Tochter geschlagen hat und der hat auch schon mal wen ermordet. So, jetzt hast du schon mal diese Frage im Raum. Jetzt kannst du ja immer noch weiter drehen, ne? Aber bereits seine Sache, dass da jetzt etwas ist, was in der Vergangenheit passiert ist, ermöglicht dir halt irgendwie granularer damit umzugehen, stärker irgendwie die Nuancen abzuschätzen, anstatt dass du dieses klare Schwarz-Weiß hast. Ja, also ich finde auch, eine Geschichte ist sehr viel interessanter, wenn es zahlreiche Graustufen gibt. Weil wenn am Ende dann der Bösewicht einfach nur jemanden ermordet hat und das war einfach ein, weiß ich nicht, hat dann irgendwie eine Friedensmedaille getragen, dann gibt es halt nur eine mögliche Lösung. Weil eine Seite ist halt schwarz, eine Seite ist halt weiß. Aber wenn tatsächlich dann derjenige, der umgebracht worden ist, auch dieser Bösewicht ist und der hat halt noch schlimmere Dinge getan, dann habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, also oder viele Möglichkeiten, wie ich jetzt aus dieser Situation rausgehe. Und dadurch wird sich die Geschichte jedes Mal anders entwickeln. Und zwar abhängig von den Charakteren, die dann gespielt werden. Das heißt, ich kann das Abenteuer meinetwegen auch noch ein zweites und drittes Mal erzählen, wenn ich denn darauf Lust hätte. Und die Charaktere entscheiden dann, wie die Geschichte weitergeht. Und das ist natürlich immer was der Spielleiter, die Spielleiterin dann eigentlich in den Fokus stellen sollte. Denn man will ja nicht, dass ein Roman verfilmt wird oder eingesprochen wird, sondern an sich will man ja gemeinsam mit allen Leuten am Tisch dann die Geschichte dann schreiben. Ja, ich genauso. Also das Sinn produzieren im Prinzip erst durch die Interaktion entsteht. Also dadurch, dass Leute das bewerten und einordnen und Fragen stellen und klären, wie sehe ich das jetzt mit meinem Charakter? Und das ist halt eben das Beispiel, was ich eben hatte, so
dann hast du den einen, der sagt, ja, nö, ich verhafte den, weil das ist das Gesetz und er hat getan, was er getan hat. Oder ich sage, ich verstehe das, aber er kann nicht Teil dieser Gemeinschaft bleiben, er muss woanders hin. Du kannst ja verschiedene Sachen entscheiden. Ich muss aber sagen, ich habe kein Problem grundsätzlich mit Schwarz-Weiß. Und wenn ich ein Problem habe, ist mit unmotiviert. Ich habe kein Problem mehr zu sagen, wir sind die Guten, der ist der Böse und kein Problem. Aber das, was er tut, muss irgendwie, das muss begründet sein. Es reicht nicht, dass er sagt, ich will Lord Baal beschwören. Warum willst du Lord Baal beschwören? Das muss irgendwie, da muss was dahinter stehen. Und die Leute, die ihm helfen, müssen einen Grund haben, ihm zu helfen. Das ist das Minimum. Und dafür müssen die Leute ja auch wieder irgendwie, um mal kurz die Leitfrage vom Anfang zu bemühen, irgendwie einen Griff in die Vergangenheit haben, wo der Ursprung dieses Bedürfnisses liegt, diesen Lord Baal zu beschwören. Ja, gleiches gilt dann auch für Cthulhu. Also ich meine, wir haben ja neulich eine Publikation von Pegasus bekommen, die sich dann um die Kulte kümmert. Und warum man dann Cthulhu beschwören sollte? Ja, er bringt halt die Welt um oder man beschwört Azathoth und alles geht unter. Ja, warum tun die das? Einfach nur, weil sie verrückt sind? Das ist eine ziemlich einfache Motivation, wie ich finde. In der Vergangenheit hatte ich auch schon einen Kultartikel auf eurem Donnerhaus. Kannst du da mal was zu sagen? Da hatte ich so ein bisschen rumphilosophiert darüber, was das Kulte so für Herausforderungen haben, mit was für Problemen die zu tun haben, warum Leute sich Kulten anschließen. Das ist zum Beispiel auch eine interessante Sache. Wenn ich einen Kult in seinem Ist-Zustand erschaffe, dann neige ich ja oft dazu, den so ein bisschen zu perfekt zu machen. Also als Erschaffer, als Autor in dem Sinne. Weil es einfach naheliegend ist, es ist leichter. Diese Perfektion wieder rauszunehmen, das ist etwas, was immer erst durch den Rückgriff geht, dahin zu betrachten, was gewesen ist. Jeder Kult hätte ja sicherlich gerne 100 loyale Anhänger. Nur woher kriegt der Kult überhaupt seine Anhänger? Das ist zum Beispiel ein Problem, dass ja die meisten Kulte gar nicht attraktiv sind für loyale, kompetente Menschen, sondern eher einen ziemlichen Mix aus üblen Versagern, Weirdos, Psychopathen und Beknackten anziehen. Und das ist auch etwas, es ist im Prinzip wie beim Used Universe, dass du durch den Griff zurück in die Vergangenheit Imperfektion in eine Struktur bringen kannst, selbst wenn du sie zu perfekt erschaffen haben solltest. Also es korrigiert zum Beispiel auch deine Fehler als Autor oder als Spielleiter in dem Fall. Imperfektion, es ist nämlich super wichtig, damit Sachen plausibel sind. Das kann auch ganz andere Sachen betreffen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Raubritter in einer Burg hast, wenn du zurückgehst und dir überlegst, woher kommt diese Burg, warum hat er diese Burg, in welchem Zustand befindet sich diese Burg, dann wird diese Burg dadurch in der Gegenwart, wo du mit der Burg als Entität interagierst, interessanter. Wenn der zum Beispiel unheimlich wohlhabend ist und seine Burg prima in Schuss halten kann, dann ist er vermutlich kein Raubritter. Also kann er das vermutlich nicht. Das ist also vermutlich keine prächtige Burg. Und da fehlt es an irgendwelchen Sachen. Die besten Handwerker wird er bestimmt auch nicht kriegen. Das heißt, das gibt alles wieder, das produziert neue Angriffspunkte auch für Spieler und sei es auch nur, wie man in diese Burg reinkommt. Das ist zum Beispiel das, ja, die Zinnen an der Ostmauer, die sind in miesem Zustand und die Wachen gehen da überhaupt nicht gerne Patrouille, weil da alleine schon der Laufsteg ein bisschen wackelig geworden ist. Das heißt, da gehen sie nur einmal am Abend lang, solange der Herr noch wach ist und danach überhaupt nicht mehr. Und schon hast du einen unbewachten Mauerabschnitt. Und das alles nur aus der Überlegung heraus, warum ist der Raubritter ein Raubritter? Ich glaube, es ist auch nicht spannend, wenn die Burg perfekt geschützt wäre, wenn ich da nicht reinkomme oder auch wenn der Kult an sich keine Fehler machen würde. Weil, naja, okay, da sitzt jetzt seit einem halben Jahr, sitzen diese 100 Kultisten in ihrem Keller und kein einziger hat irgendwie einen Fehler getan, hat niemand die falsche Person ermordet. Und am Ende erscheint Cthulhu, niemand konnte irgendwie was ahnen, die Kampagne ist zu Ende. Ja, okay, das war keine spannende Geschichte, wenn die Bösewichte, wenn ich sie jetzt einfach mal so nenne, am Ende ja für keine Dramatik gesorgt haben. Die Geschichte, die du mit dem Kult da, der Cthulhu beschwören willst, erzählst, ist hier auch gar nicht Cthulhu wird beschworen, sondern welche Auswirkungen hat so ein Kult auf das Gemeinwesen, in dem er sich befindet? Welche Auswirkungen hat die Mitgliedschaft in so einem Kult auf den Verstand dieser Leute? Wie
zeigt sich der Wahnsinn, der mit den Alten einhergeht und so weiter und so fort. Das ist ja die Geschichte davon. Ich meine, Lovecraft fängt ja auch nicht damit an. Und Cthulhu erschien, die Fischmenschen liefen neben ihm her, cheerten ihm zu und alles war tot. Das ist nicht der Beginn der Geschichten. Und das ist ja auch logisch. Ja, wenn du die Ritterburg auch so perfekt gestaltet hast, dass du nicht reinkommst, dann sitzt du 5 Tage vor der Burg, der Ritter lacht sich einen Ast ab, isst sein Brot, trinkt sein Bier und am Ende gehen die Helden wieder. Das war auch keine spannende Geschichte. Man braucht also sowas wie eine Schwachstelle, wo man dann eindringen kann. Und an sich ist es vielleicht eine gute Idee, wenn man dann über diesen morschen Brückensteg dann nach oben sich zieht. Aber vielleicht bricht der auch ein und dann steht man wieder mit bis zur Hüfte eingesackt in irgendwie einer anderen Bredouille. Und dann kann man vielleicht sehen, dass die Wachposten doch was gehört haben oder so. Dann werden spannende Geschichten erzählt. Der Punkt ist ja, was nicht interessant ist, ist, wenn der Spieler, der da sitzt, im Prinzip einen großen roten Pfeil hat, mit dem er auf die Schwachstelle zeigt. Ne? Das kennen wir alle, haben wir alle schon irgendwann mal auf einer Con oder so erlebt. Oder von mir aus auch zu Hause. Aber das ist nicht spannend, das ist doof. Spieler fühlen sich verarscht dadurch, und zwar zu Recht. Wenn du aber dieses Konzept hast, dass du im Prinzip eine natürliche Burg entwickelst, aber ohne sie zu simulieren. Das ist halt wieder der Punkt, wenn du simulierst, machst du dich wahnsinnig. Indem du einfach nur so ein bisschen die Frage stellst, wo kommt es her, wer betreibt das und wie betreibt das, dann weißt du alles, dann kannst du anfangen zu designen, dann guckst du dir das einmal an, stellst es dir vor, das ist, wie ich es immer mache bei sowas, wenn ich mir, ich meine, ich schreibe die Begleittexte für unsere Karten, ne? Also Janasaras Tagebuch, die sind ja aus der Perspektive von Janasara geschrieben, das ist ein großer Vorteil für mich und das ist auch bewusst so, damit der Spielleiter, der es liest oder der Spieler das genauso halten kann wie ich, nämlich indem er sich vorstellt, ich bin jetzt Janasara, ich komme jetzt rein, ich erreiche den Ort, ich schaue mir den an, was ist da so? Dieses Mindwalking im Prinzip. Das funktioniert super, wenn man so eine Location vorbereiten muss. Dann stellt man sich halt die Frage, reiche Burg, also gut erhaltene Burg, kleine schratige Burg. Wer ist da? Wer wohnt da? Wer betreibt sie? Wer hat sie gebaut? Wie alt ist die? Mit wenigen Fragen kannst du unheimlich viele Details hinzufügen. Und wenn du diese Eckpunkte festgelegt hast, schreibst du dir nur die Eckpunkte auf, plus ein paar Sachen, die du als Starter benutzt. Und wenn der Moment kommt, wo die Spieler mehr Fragen haben, kannst du sie beantworten. Ich bin auch immer ein großer Freund davon, dass ich dann bei so einer Beschreibung die Augen zumache, mir selber vorstelle, wie ich in dieser Burg drinne stehe, nach links gucke, was sehe ich, nach rechts gucke und dann auch so eine kleine Kamerafahrt mache. Was passiert denn, wenn ich jetzt in dieses Burgtor hineingehe? Was erwartet mich da? Hängen da irgendwelche staubigen Teppiche oder liegen die auf dem Boden? Kann man da noch irgendwie einen verschütteten Wein erkennen, weil der Diener vor 10 Minuten erst da lang gegangen ist, wurde von seinem Herrn angeschrien, weil nicht alles schnell genug ging. So eine Beschreibung finde ich eigentlich ziemlich gut, wenn sie aus einer persönlichen Ebene kommen und dann nicht von so einer Vogelperspektive, wenn man von oben drauf guckt. Und das machst du on the fly, Frosty, oder hast du dir das vorher überlegt? Nee, also ich mache das tatsächlich on the fly. Also entweder ich sitze am Tisch oder ich sitze vor meinem Computer, wenn ich dann online erzähle, ich mache tatsächlich die Augen zu und überlege mir, was würde passieren, wenn ich dann da stehe. Und vor allem werde ich dann auch auf alle Aspekte eingehen. Das ist so ein Trick, den ich dann aus dem Cthulhu-Spielleiter-Set rausgenommen habe. Denn ich möchte nicht nur beschreiben, was ich sehe, sondern vor allem, was ich auch fühle. Gerade wenn ich in so einer kalten Burg stehe, der Wind streicht dir dann kalt durch das Gesicht oder so, weil es irgendwo zieht, weil die Mauern irgendwie noch so ein bisschen rissig sind oder von der Belagerung ehemals dann angeschossen worden sind, hat vielleicht nicht ganz funktioniert. Oder was ich riechen kann oder wenn ich über die Steine streiche, das mag jetzt ein bisschen trivial klingen, aber sind die Steine rau, sind sie glatt oder sind sie moosig? All das erzählt eine Geschichte und da bediene ich ganz gerne alle 5 Sinne oder meinetwegen auch alle 6 Sinne. Ich tatsächlich nicht, beziehungsweise nicht gleichzeitig. Ich finde das immer ein bisschen zu viel auf einmal. Also meine Erfahrung ist ja, du kannst Spieler nicht mit mehr als 2 bis 3 Informationen zuwerfen, ohne dass sie irgendwie anfangen, die ersten schon wieder zu vergessen. Also ich bin absolut bei dir zu sagen, dass man verschiedene, gerade die Sinne, unterschiedlich nutzen kann, um etwas zu erzählen. Wenn du sowas wie Kälte erzählst, das ist natürlich gerade bei Fluchten oder bei einer Horrorgeschichte oder sowas, das ist sehr viel stärker, als irgendwie zu sagen, was du gerade siehst. Weil was du siehst, ist meistens relativ trivial. Gerade wenn man auch bedenkt, wenn du zum Beispiel einen klassischen Fantasy-Abenteurer spielst, du bist irgendwo, wo irgendwie eine abgeranzte Mauer ist, die ist halt irgendwie am Zerbröckeln und ist mit Moos überwachsen. Fein, vermutlich hat er damit kein Problem.
ist doch die Frage, wie steht er zum Beispiel zu Leichengeruch und so weiter und so fort. Da kann man dann die richtigen Sachen benutzen, um das richtige Gefühl auch zu erzeugen. Zumal du ja auch die Spieler ansprechen musst und nicht nur die Charaktere. Aber das Tolle daran ist ja, wenn du eine Karte vor dir liegen hast und du hast sie auf dem Tisch ausgebreitet, du guckst da drauf, du siehst diese Burg, so wie sie dann von euch oder von irgendjemand anderem dann gezeichnet worden ist, dann muss ich diesen Sinn, Sicht nicht mehr so stark beschreiben. Aber die Karte riecht nicht, die Karte ist nicht kalt, also das, was ich dann fühle, was das ich auch eben auslösen soll, das kann ich dann eben nicht zeigen. Und das kann ich mich dann stärker darauf fokussieren. Du hast natürlich ganz recht, wenn du sagst, dass ich keinen 15-minütigen Monolog darüber halten kann, wie es jetzt im Inneren dieser Burg aussieht. Aber ich kann eben darauf eingehen, wenn ich den Sinn der Sicht weglasse, dass ich die anderen stärker anspreche. Und das ist eben ein großer Vorteil, den ich da sehe. Da wären wir jetzt ja tatsächlich mehr bei der Frage, welche Vorteile haben Visualisierungshilfen? Also Bilder, Fotos, Karten, Stimmungsbilder. In unserem Fall natürlich Karten, klar. aber ja, da hast du absolut recht. Die Karte nimmt ja einen wesentlichen Teil der Visualisierung natürlich ab. Das heißt, die zweidimensionale Orientierung ist möglicherweise direkt den Spielern zeigbar. Die dreidimensionale Komponente zum Beispiel ist dann etwas, die kann man ergänzen. Die fehlt ja an der Karte. Die Karte guckt von oben drauf auf die Landschaft. Wie hoch die Häuser zum Beispiel sind, das kann ich nicht zwingend fühlen. Manchmal, also idealerweise kann man es sehen, aber das ist nicht immer möglich. Du weißt zum Beispiel nicht immer, hat das Haus jetzt ein Stockwerk, hat es zwei oder drei? Das kann man dann noch als Schattenlänge ablesen. Aber welcher Baustil es zum Beispiel ist, das weißt du zum Beispiel bereits wieder nicht mehr, ob jetzt das Obergeschoss Fachwerk ist. Und diese ganzen Details, die kann man natürlich prima dann ergänzen. Und eben auch Geruch oder welche Geräusche man so hört. Ja, halte ich tatsächlich auch beim Schreiben unserer Texte so. Also da mache ich das wie Frosty. Also ich achte aktiv darauf, dass ich alle Sinne mal anspreche. Nicht zwingend gleichzeitig, wie gesagt. Ich finde auch, da kann man so ein bisschen pointiert vorgehen. Und zum Beispiel, wenn du sagst, ich will jetzt den kalten Wind betonen. Er macht das an der richtigen Stelle, ne? Wenn du den kalten Wind irgendwie unten im Hauseingang erwähnst, das zieht nicht so sehr, wenn du sagst, du bist jetzt oben im Dachgeschoss, das Dach hat Löcher, der Erker ist eingestürzt, da klafft jetzt eine Öffnung in der Wand und irgendwie Scherben auf dem Boden von den eingedroschenen Fenstern und der kalte Wind zieht dir. Ich muss gerade mal die Heizung höher drehen. Ja, ne, das ist der richtige Moment, um über den kalten Wind zu reden. Der ist ja auch vorher schon da, aber ist er wichtig, um jetzt in dem Moment dem Spieler ein Gefühl zu geben. Das Wichtigste ist ja, dass der Spieler sich in die Situation versetzen kann. Und du verknüpfst es so, dass es auch gut klingt. Das ist wichtig. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zum Simulationismus. Wenn du simulierst, also auch mental, dann würdest du ja eh dazu tendieren, die Symptome zu beschreiben, bevor sie dramaturgisch relevant sind. Du könntest zum Beispiel vor einem Haus auf der Straße stehen und es aus dem Dachstuhl pfeifen hören. Dann ist es aber eben nicht mehr unheimlich, wenn du im Dachstuhl bist, wo die ganzen abgehängten alten Möbel sind, wo die Spinnenweben sind, und du dann das Pfeifen nochmal erwähnt bekommst, und das hast du ja schon von der Straße gehört, dann akkumuliert sich das und nimmt aus der Situation heraus dann die Stimmung. Was ich interessant fand, war der Punkt, den ihr vorher erwähnt habt, dass ihr bestimmte Sinne angesprochen habt, wo ich jetzt davon ausgehen kann, das hat der Spieler wahrscheinlich so noch nicht erlebt. Oder wenn wir auch von Dingen sprechen, die man so als extrem widrig empfinden kann, also extreme Kälte, die der Spieler wahrscheinlich, weil er eben als Mitglied einer relativ privilegierten Gesellschaft hier aufwächst, so noch nicht erlebt hat. Es ist die Frage, wie gehen die Spieler in der Situation damit um? Was ist da eure Erfahrung? Habt ihr da auch schon die Erfahrung gemacht, das ist irgendwann too much, die Spieler verdrängen das an der Stelle dann oder können den Ball gar nicht aufnehmen? Also ich muss sagen, das kommt ein bisschen auf das System an. System Matters ist tatsächlich ein Punkt, der zählt. Wenn ich einen Dungeon Crawl spiele wie D&D, Pathfinder oder meinetwegen auch DSA, was ja kein Crawler ist, aber wo normalerweise, wenn Gegner auftauchen, die auch eine Art Lebenspunkte haben, dann ist es in meinen Augen
nicht der Stimmung zuträglich, weil die Spieler denken in Werten. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Und wenn ich dann andere Systeme bediene, wie Geh nicht in den Winterwald oder Cthulhu als Beispiel, was ich vorhin schon gebracht hatte, dann haben die Dinge keine Lebenspunkte. Dann lebt das Setting auch davon, dass ich diese Beschreibung habe. Und die Spieler gehen auch mit der Motivation daran, ich möchte mich heute gruseln. Das muss ja nicht immer nur gruseln sein. Man kann ja auch ganz andere Gefühle hervorrufen und erzeugen. Aber das sollte man am Ende dann schon klargestellt haben. Ja, da könnte man natürlich auch nochmal wieder über dieses Oldschoolige sprechen an der Stelle, aber vielleicht gehen Tobi und Thorsten nochmal auf die anderen Punkte ein. Im Prinzip ist es eine Detachment-Frage. Also ich lese gerade ein interessantes Buch, das sich mit Rollenspiel beschäftigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß nur noch, was drin steht. Das ist das Wichtigste. Das unter anderem auch die Frage bearbeitet worden, wie denken Leute bei D&D und wie denken Leute bei Vampire? Und ein wichtiger Punkt ist halt das Detachment. Also auch, die haben es auch verglichen tatsächlich mit PTSD, lustigerweise. Ein Mechanismus, in dem Leute ja mit Trauma umgehen, ist Detachment. Also dass sie oft beschreiben, dass sie dann das Gefühl, dass ihre Gefühle sich irgendwie taub anfühlen und sie Sachen von außen betrachten und so fort. Beim Rollenspielkampf machen viele Leute das ja auch. Dass du so ein bisschen taktisch anfängst zu denken, das ist ja auch in Ordnung. Das ist Teil des Spiels. Ich will das nicht verdammen. Ne? Das ist sehr wichtig. Ich meine, nur weil ich relativ narrativ spiele, ich bin absolut der Meinung, jeder muss sein eigenes Spiel machen und auch selber entscheiden, was sind die Schwerpunkte im Rollenspiel, die er interessant findet. Und natürlich das, was Frosty sagte, die Wahl des Spiels selber, es ist ein ganz wichtiger Faktor, um im Prinzip den Rahmen festzulegen. Also zu sagen, was spielen wir hier, welches System steht dahinter, das bringt eine Menge Baggage mit sich, also eine Menge irgendwie Anhang, Vorerwartungen, Priming eben. Und naja, die Frage, die du gestellt hast vorhin mit, wie kriegen wir es hin, Leute irgendwie auch manchmal zu, also verliert man Leute manchmal auch, wenn sie irgendwas nicht verstehen oder noch nicht erlebt haben und so und so fort. Ich habe das, verlieren ist vielleicht das falsche Wort. Also ich habe schon erlebt, dass Leute sich einfach nicht dafür interessieren. Okay. Ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie so dieses Ding hatte mit, das ist hier so gruselig. Ich finde das alles interessant. Ich will auch irgendwie die Geschichte weitertreiben, aber der Gruselfaktor, der zieht halt einfach gerade nicht. Oder dass dann lustige Nachfragen gestellt werden, hatten wir natürlich auch im Donnerhaus-Talk, wo dann Nachfragen gestellt werden, ja, wie sieht denn die Tür aus? Ist das irgendwie, was ist das für ein Holz? Ja, interessiert doch jetzt an diesem Punkt überhaupt nicht, was das für ein Holz ist. Also es ist halt eine alte Tür mit einem rostigen Schloss dran. Ja, aber ich will gerne wissen, ist das Eiche oder ist das Buche? Ja, tut mir leid. Ihr steht halt in einem Burgturm mit eingestürzter, was auch immer ihr jetzt zu tun habt, aber das kann natürlich auch dafür sorgen, dass dann die Immersion so ein bisschen gebrochen wird durch komische Nachfragen. Gibt's auch alles. Lustig ist übrigens, wenn Spieler sich durch solche Fragen selbst in die Irre führen. Wenn du zum Beispiel einen Spieler hast, der fragt, okay, woraus ist denn diese Tür? Und denkst, Buche? Ach, das ist ja aber höchst seltsam. Du hattest auf dem gesamten Weg hierher immer knochige Eichen beschrieben. Wo kommt denn hier Buchenholz her? Und dann fängt der Spieler am besten noch an, herumzufragen, woher denn diese Buche importiert wurde. Und entwickelt irgendwelche merkwürdigen Theorien über die Handelsbeziehungen des alten Burgherrn. Und du fragst dich die ganze Zeit nur, was soll das? Wohin führt das? Wo führt das überhaupt irgendwo hin? Ich hatte tatsächlich mal, ich hatte mal einen Spieler, der hat eine komplette Session mit sowas verbracht. Und wir haben das alle indulged, wir haben das halt laufen lassen, weil wir auch alle irgendwie so eine wirre Hoffnung hatten, dass das vielleicht zu irgendwas Interessantem führt. Und der Spielleiter hat das immer weiter und weiter und weiter getrieben. Aber am Ende ist halt nichts mehr rausgekommen. Das war auch so ein bisschen zu erwarten. Und das war eine ganz seltsame Erfahrung. Würdest du jetzt dazu tendieren, wenn du Spielleiter wärst, in der Situation ganz klar dem Spieler zu sagen, warte mal, das führt zu nichts? Ich sag mal so, Zeit ist endlich und du hast nicht ewig Zeit zu spielen. Das heißt, deine Spielzeit ist was wert. Und es ist durchaus sinnvoll, dann mal zu sagen, das ist hier nicht wichtig. Bei irgendwelchen Sachen einfach zu sagen, die kannst du ignorieren, die spielen keine Rolle. Weil Menschen verrennen sich in Sachen die ganze Zeit. Das ist eine der größten Fähigkeiten des menschlichen Verstandes, ist Pattern Recognition, Muster zu erkennen. Das Problem ist, wir sind so verflucht gut darin, Muster zu erkennen, dass wir sie überall sehen, auch da, wo sie nicht existieren. Wir sehen Gesichter auf dem Mars und Pyramiden. Wir sehen Gesichter in Satellitenbildern und all sowas.
überhaupt Gesichter sowieso sehen wir so überall. Unsere Gesichterkennung ist auch nochmal so ein extra Ding, aber wir sehen Muster. Auch solche Sachen wie, der Vulkan ist ausgebrochen und gerade an dem Tag hatte ich zum ersten Mal Sahnecremetorte. Jetzt kann ich keine Sahnecremetorte mehr essen, sonst bricht der Vulkan wieder aus. Ich habe das aus Selbsterfahrung zum Beispiel. Ich hatte so einen kleinen Tick da auch mal. Nämlich immer, wenn ich bei Nordsee essen war, gab es schwere Terroranschläge gegen die USA. Das erste Mal, als ich in meinem Leben mit meiner Frau bei Nordsee essen war, 11. September. War der Tag des Terroranschlags auf die USS Cole. Das nächste Mal, wo wir bei Nordsee essen waren, gab es einen Bombenanschlag auf irgendeine Botschaft. Und das dritte Mal, wo wir bei Nordsee essen waren, kamen wir gerade mit unserem Essen aus dem Nordsee raus, als das Handy meiner Frau klingelte und einer unserer Freunde uns erzählte, also uns fragte, ob wir in der Nähe eines Fernsehers sind, war gerade sein Flugzeug ins World Trade Center geknallt. Seitdem war ich nie wieder bei Nordsee. Und das ist natürlich Quatsch, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Aber Menschen sehen diese Zusammenhänge. Und im Rollenspiel passiert das halt auch. Und gerade bei Detektivgeschichten muss man da höllisch aufpassen. Sonst verzetteln sich Leute völlig. Also bezüglich des Verzettelns oder Nachfragen habe ich vor wenigen Wochen erst erlebt, dass ich in einer zwergischen Binge, eine unterirdische Mine, ich sage jetzt einfach mal so wie Moria, da liefen wir dann rum und ich beschrieb dann diese riesigen schwarzöligen Getreidehalme, die dann eigentlich Pilze waren. Und als ich die erst dann so ein bisschen herausgefunden haben, da war dann einer unserer zwergischen Spieler, war dann total begeistert, weil er eben als Spieler, also der Spieler, der dahinter saß, war einfach ein Biologe und der hat seine Abschlussarbeit über Pilze geschrieben. Und dann fing der an, über Pilze zu sprechen und Bovisten und wie die Röhrenpilze geformt sind. Und das war halt an sich irgendwo lustig, weil das auch noch ein bisschen zu diesem zwergischen Charakter passt. Aber es führte zu nichts. Und das habe ich dann auch irgendwann, nachdem wir alle herzlich gelacht haben, habe ich das dann unterbrochen und dann die Szene weitergeführt. Aber war eben auch noch eine ganz nette Idee, wohin dann sowas treiben kann. Nicht nur durch Nachfragen, sondern vor allem durch wirres Gerede. Thorsten hat mir da mal eine coole Anekdote erzählt, die war ähnlich seltsam. Er hat da irgendwie, das war vor über 20 Jahren, noch einmal, was ich weiß. Deswegen, ich war nicht dabei, da war ich ja noch keine 13 Jahre alt. Fang einfach mal an, ich ergänze dann gerne. Ja. Du wirst sofort wissen, worum es geht. Also sie waren da in irgendeine Nekropole oder sowas, noch einmal, was ich weiß. Und da war eine Tür und die war ein Pentagramm eingelegt aus Gold und Runen und sowas, ne? Und tatsächlich, ja, ganz, ganz viele magische Schutzzeichen. Und die Geschichte, da war dieser eine Magier, der hat dann spontan angefangen, das Gold abzukratzen, um es zu verkaufen. Das ist natürlich Blattgold, ist also nichts wert. Und innerhalb weniger Minuten wurde aus der Geschichte, dass sie einen Ort erkunden, wo ein Dämon eingesperrt ist, die Geschichte, dass sie einen Ort erkunden, wo ein Dämon eingesperrt war. Und es ist so dieses, wenn Spieler sich da auf Details verrennen, klar, das ist immer schwierig. Kennen wir aber auch alle. Aber dann muss man halt irgendwie auch akzeptieren, dass das manchmal so ist. Ich denke, das ist auch etwas Schönes im Medium-Rollenspiel. Das ist so ein bisschen, es ist ja so eine Mischung aus Improv und irgendwie so ein bisschen Kampfsimulation, ein bisschen dies und das. Es ist eben nicht ein Buch, es ist nicht eine Serie und nicht ein Film. Und ich finde das auch super, das ist völlig okay so. Und mal ein blöder Spruch oder hier über Pilze reden, es gehört dazu. Das ist Teil des Off-Game-Experiences, also der sozialen Erfahrung, die ich mit meinen Mitspielern zusammen habe. Klar, für die In-Game-Erfahrung ist es in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht schlecht sagen, ablenkend. So. Aber für mein Sozialgefühl ist es natürlich gut. Das ist übrigens eine interessante Sache, denn ich weiß nicht, ob ich dir jemals erzählt habe, warum die magischen Schutzzeichen auf diesem Portal mit Blattgold eingelegt waren. Das geht nämlich tatsächlich unserem heutigen Thema entgegen, also diametral. Da ist nämlich keine Geschichte dahinter gewesen. Ich habe mir nicht überlegt, warum wurde das so gemacht? Warum haben die Handwerker das mit Blattgold ausgelegt? Was ich mir damals dabei gedacht hatte als Spielleiter war, dass die Spieler in die Halle kommen, an dessen hinteren Ende dieses Tor ist. Und da ist ja kein Licht. Das ist alles stockdunkel. Sie kommen da also rein mit ihren künstlichen Lichtquellen, in dem Fall eben mit ihren Fackeln und Lampen. Und ich fand das sehr reizvoll zu beschreiben, wie sich diese Schriftzeichen, wie als wenn sie geisterhaft in der Luft schweben würden, aus dieser Dunkelheit herausgeschält haben, lange bevor sie die Tür sehen konnten. Weil natürlich das Blattgold, also diese Goldeinlagen, haben natürlich das Licht stärker reflektiert. Und so funkelten da also überall diese magischen Zeichen in der Dunkelheit. Und es, wo
wurde erst immer klarer, als sie näher kamen. Dass das dazu führt, dass der erste Spieler hingeht und versucht, nanopartikeldünnes Gold zu harvesten. Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Das ist ja das Spannende am Rollenspiel, dass man sich gegenseitig überraschen kann. Und wenn man sich auf sowas nicht einlässt, dann wird das auch schnell sehr langweilig. Ich finde zum Beispiel nichts schlimmer als Spielleiter, die bei sowas sofort blockieren und versuchen, das zu unterbinden, weil es irgendwie nicht in den Plan passt. Oder gleichzeitig ist es genauso nervig wie Spieler, die die ganze Zeit versuchen, aktiv irgendwie die Geschichte zu entgleisen, einfach aus dem Bedürfnis heraus Chaos zu stiften. Aber wenn man diese beiden Extreme ausschließt, dann gibt es ein super Ballspiel in der Mitte. Ich finde das aber ein tolles Beispiel, was du gerade gebracht hast, weil das ist ja eigentlich auch was man als Spielleiter häufig macht. Man hat so eine Vision vor Augen, wie soll die Szene aussehen? Und man hat vielleicht nicht die Möglichkeit, alles sich vorher perfekt zu durchdenken, warum die so aussieht, aber man hat sie einfach im Kopf und man möchte sie so bringen. Und jetzt ist die Frage, man verzettelt sich in dem Moment, weil man irgendwas am Anfang übersehen hat, wie geht man jetzt damit um? Tja, ich meine, in dem Fall hatte ich ja Glück. Ja. Dadurch, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was in der Vergangenheit des Ortes passiert ist und warum dieses Tor da in dieser Form da ist, hatte ich etwas, worauf ich zurückgreifen konnte. Also letztlich hat mich dann also doch wieder der Umstand, dass der fiktive Ort eine Geschichte hatte, hat mich gerettet, weil ich aus der interpolieren konnte, was denn jetzt passiert. Ist zwar nicht das gewesen, womit ich gerechnet habe, aber ich konnte das eben stufenlos weiter ausbauen. Und das hätte ich nicht gekonnt, wenn ich mir nicht diese Gedanken vorgemacht hätte. Dann hätte ich plötzlich auf dem Trocknen gesessen, weil ja gar nicht vorgesehen war, dass dieses Siegel gebrochen wird. Und das wäre ja schade, weil der Punkt ist, das ist Spieler tun. Das sollte nach Möglichkeit immer irgendwie eine Auswirkung haben. Ich meine, das muss nicht wirklich alles zwingend wirklich zu 100% eine Wirkung haben, aber wenn du da ankommst und an den Siegeln des Dämonenportals herumkratzt, dann sollte das ja eine Wirkung haben. Dann solltest du dir im Nachhinein auch denken, ich sollte mal in mich gehen. Ja, das Lustige war tatsächlich in dem Fall, was dahinter steckte, war, dass in diesem Tempel, in dieser Ruine, was auch immer das war, an die exakten Details kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, der Gegenspieler, der Protagonisten in dem Fall, war ein Dämonist, der dorthin gekommen ist, um diese gefangene, boshafte Entität dort zu befreien. Nur konnte er das nicht, weil dieses Tor war geschützt gegen alles, was irgendwie verderbt war. Und er war dummerweise verderbt. Die Spielercharaktere, die jetzt gekommen sind und dieses Tor ruiniert haben, die waren nicht verderbt. Die konnten das. Während also mein ursprünglicher Plot eigentlich war, dass sie diese Ruine erkunden und währenddessen dann irgendwann in Konflikt geraten mit diesem Dämonisten, hat sich die Geschichte halt anders entwickelt. Der Dämon, der eigentlich nie freigelassen werden sollte, wurde plötzlich freigelassen. Und dieser Dämonist kam dann also völlig unerwartet, aber auch völlig unvorbereitet daran herangestolpert. Der kam da im Prinzip angerannt und war super begeistert, dass es endlich dieses Tor offen ist. Damit hatte er ja schließlich nicht gerechnet. Dementsprechend war er aber auch überhaupt nicht vorbereitet. Und deswegen hatten die Spieler eine völlig andere Chance auch, als sie sonst gehabt hätten. Ich glaube, das ist auch einfach diese Faszination, die ich jetzt beim Pen and Paper einfach nachvollziehen kann, weil es ist kein Computerspiel und natürlich ist es im Computerspiel ist es nicht vorgegeben, was ich das überhaupt machen kann, da rumkratzen. Ich soll die Tür einfach entweder öffnen durch irgendwie einen Mechanismus, durch ein Rätsel, oder ich soll sie einfach nicht öffnen. Oder ist dieser Kampf mit dem Dämonisten ist dann vorprogrammiert. Da kann ich dann eben als Spielleitung effektiv noch dran drehen und schrauben und sehr improvisieren. Das muss man natürlich irgendwo gelernt haben oder eben auch ad hoc dann on the fly lernen. Aber es ist dann eben auch kein Roman, wo das dann eben, wo die Geschichte vorgegeben wird von der Spielleitung, sondern es ist alles eben in so einem ganz dynamischen Prozess. Und das finde ich unglaublich schön am Pen and Paper. Ja, ich meine, wir spielen, also Tobi und ich und unsere Gruppe, wir spielen zum Beispiel sehr narrativ. Vergehen teilweise manchmal Monate, in denen keinerlei Würfel geworfen werden bei uns. Das muss man so nicht machen. Aber dieses emergente Spiel, dass also eben aus Entscheidungen Resultate entstehen, dass Situationen aufeinander, dass Sachen sich entwickeln, Dinge aufeinander reagieren. Für mich ist das die Essenz von Rollenspiel überhaupt. Weil ansonsten, wenn man das weglässt, wäre Rollenspiel allen anderen Erzählformen einfach unterlegen. Ein Roman erzählt die bessere Geschichte eines Protagonisten. Ein Film hat die besseren Bilder. Ein Musical hat die bessere Musik. Filme haben auch den besseren Sound.
Und Theater hat definitiv in der Regel die besseren Schauspieler. Aber das ist eben nicht das, worum es mir beim Rollenspiel geht. Und wenn dieses Wechselspiel nicht vorhanden ist, wenn man das abwirkt, dann kann man es meiner Ansicht nach auch sein lassen. Also ohne, dass ich jetzt Leuten Vorwürfe machen würde, die es trotzdem machen, sei ihnen ja gegeben. Gerade diese klassischen Erzählonkelspiele der ersten Generation, die fand ich grauenvoll. Die haben mich abgeödet ohne Ende. Zum Beispiel viele der Rollenspielabenteuer der ersten Generation, sei es D&D, sei es DSA, die finde ich beidermaßen, also beide gleichermaßen grauenvoll. Die einen in der einen Richtung, die anderen in der anderen. Die ganzen frühen DSA-Abenteuer, die wollen dir im Prinzip nur einen Vorlesetext vorlesen und dich zwischendurch 2-3 Kämpfe würfeln lassen, die du gefälligst zu gewinnen hast, weil sonst die Geschichte vorbei ist. Während die meisten D&D-Abenteuer aus der ersten Generation dich einfach nur am laufenden Band umbringen wollen, die aber eigentlich keine wirkliche Geschichte erzählen. Ja, wobei wir jetzt natürlich niemandem sagen, dass ihr falsch Spaß habt, darum geht's uns gar nicht. Aber ich glaube, man kann daraus dann eben auch mitbekommen, warum wir dann eher diese narrative Spielart dann präferieren. Ja, für mich ist es ja die Kombination im Idealfall. Also, wenn ich jetzt nicht in meiner Gruppe spielen würde, dann würde ich zum Beispiel nicht regellos spielen. Das ist zum Beispiel, das ist auch ein großes Missverständnis, dass Leute glauben, dass regelloses Spiel regellos wäre. Das ist nämlich gar nicht richtig. Ohne Regeln zu spielen geht gar nicht. Wir spielen auch nicht wirklich regellos. Wenn ich sage, wir tun das, dann ist das eigentlich eine Lüge. Wir spielen nur mit anderen Regeln. Wir würfeln halt nicht. Aber die Regeln sind da. Sind nicht die Spielregeln, sondern sind soziale Spielregeln. Es sind Erzählrechte, Interaktionsregeln, Gewohnheiten. Wie gehe ich miteinander um? Wer hat wann was zu sagen? Welchen Einfluss dürfen die Spieler nehmen und welchen Einfluss müssen die Spieler nehmen dürfen? Das sind alles andere Arten von Regeln. Regellos ist das nicht. Aber jetzt im allgemeinen Falle, unter der Prämisse, dass ich mit irgendwelchen Leuten spielen würde, die ich vielleicht auch nicht so gut kenne, mit denen ich diese Regeln eben nicht etabliert habe, sage ich ganz klar, ist die richtige Synergie wichtig. Also die exakte Kombination aus den richtigen Regeln und dem richtigen Narrativ, das auszupendeln. Weil das eine kann ich ohne das andere im Rollenspiel. Du hast eine Skala von der einen Seite zur anderen Seite, auf der bewegst du dich irgendwo dazwischen. Aber es gibt einen Sweet Spot für jede Person, die ist in der Regel eben dann so im Mittelbereich ein bisschen mehr zur einen, ein bisschen mehr zur anderen Seite. Struktur gibt ja auch Freiheit. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist auch, das sehen wir ja jeden Tag. Ne? Wenn unsere Welt rein anarchistisch wäre, würde es wahrscheinlich nicht so aussehen, wie es aktuell aussieht. Und unter der Prämisse, dass man es ganz gut findet, dass der Müll abgeholt wird, was die meisten so sehen, ist es ja ganz gut, dass es irgendeine Form von Framework gibt. Und im Rollenspiel ist das ja auch nicht anders. Und das gilt ja nicht nur für die Regeln, ne? Auch so Sachen wie eine Spielwelt zu haben, wo sich irgendwie alle einig sind, worum geht's da so ungefähr, wie sieht denn die so ungefähr aus, welche Götter rennen da so rum und so. Das ist völlig frei zu sein, bedeutet, dass man nichts hat. Das hängt ganz von der eigenen Gruppe ab, ne? Wie Thorsten schon sagte, einfacher ist es nicht. Tatsächlich läufst du die ganze Zeit Gefahr, dass du Konflikt hast, also Spielerkonflikt. Es erfordert eine große Bereitschaft, sich selber irgendwie zurückzunehmen und auch eine große Bereitschaft, anderen Spielern zuzuspielen. In unserer Gruppe bin ich ja zum Beispiel Spieler und es ist eine meiner Hauptaufgaben, meiner Meinung nach, Möglichkeiten für andere zu schaffen. Nur wenn du der Meinung bist, dass die gesamte Gruppe, also dass jeder Einzelne irgendwie seinen Platz in der Geschichte hat, seinen Platz in der Spielrunde hat, nur dann kannst du frei spielen. Ansonsten brauchst du gewisse Einschränkungen, die auch Leuten erlauben zu sagen, nee, jetzt ich halte jetzt den Gummiball hoch. Ne? De facto, ich bin jetzt dran in der Kampfrunde. Ich darf jetzt. Wenn du das ganz frei machst, müssen sich alle zurücknehmen. Und naja, jeder hat schon mal irgendwie in Gruppen was gemacht, wo es dann einen Schreihals gab oder so, der halt dann die Dominanz an sich riss. Und dann funktioniert das bereits nicht mehr. Das heißt, es ist halt ein sehr anfälliges System. Das ist das, was für reine Gamisten im Prinzip der unerwartete Total Party Kill ist. Das ist im Prinzip für primär narrativistische Spieler, dass einfach die Story in Flammen aufgeht. Sozusagen die Box-Office-Bomb, dass der Narrativ zusammenbricht. Das kann halt die ganze Zeit passieren, wenn man Mist baut. Finde ich aber schon ganz interessant, dass ihr dann Karten produziert. Wenn ihr sagt, dass ihr gerne narrativ spielt und auf der anderen Seite dieses Spektrum stehen dann die Taktiker bzw. die USR, die sich ja dann auf vor allem sowas wie Karten verlassen. Ihr selber steht dann im anderen Spektrum. Warum macht ihr dann keine Bilder, die dann aus der Forschperspektive so etwas dann darstellen und zeigen, sondern dann von der Top-Down-Perspektive?
Naja, Taktik ist da ein interessantes Stichwort. Was ist denn Taktik? Das beantworten dir nämlich dann ja verschiedene Leute völlig unterschiedlich. Ich betrachte Taktik eher in dem Kontext, in dem Sinne, wie man das im Militär betrachten würde. Die meisten D&D-Spieler zum Beispiel denken bei Taktik eher an solche Sachen wie, in welchem Karo-Feld der Karte stehe ich, welche Aktionen mache ich, um was wann wie zu machen, wie flanke ich den Gegner und wann kriege ich meine Attack of Opportunity. Das ist eine Form von Taktik, aber das ist regelbasierte Taktik. Während für reale Taktik, also das, was im Militär als Taktik läuft, brauchst du Orientierung, Verortung. Ich kann mir als Spieler auch narrativ nur dann denken, dass ich mich auf die Anhöhe zum Beispiel zurückziehe, um einen taktischen Vorteil gegenüber meinem Gegner zu haben, wenn es eine Anhöhe gibt. Wenn es die nicht gibt, kann ich das nicht tun. Ich kann natürlich über Erzählrechte regeln, dass ich mir als Spieler solche Sachen einfach ausdenken kann. Dann haben wir es aber nicht mehr mit Taktik zu tun. Dann ist es halt wünsch dir was. Das heißt also, auch für narratives Spiel ist es wichtig, dass Orte eine Präsenz haben, dass sie innerhalb der Gruppe auch ein hohes Maß an Übereinstimmung haben. Denn die Spielwelt ist ja eben, die ist ja erstmal fiktiv. Jeder hat in seinem Kopf eine andere Vorstellung davon. Wenn ich sage, du siehst ein rotes Auto, dann sieht jeder am Spieltisch ein anderes rotes Auto. Ein anderes Modell, ein anderer Hersteller. Einige sehen das Ding in Bewegung, andere sehen es stillstehend. Erst wenn ich diese Informationen ergänze und ergänze und ergänze, verhärtet sich dieses Bild und wird in der Gemeinschaft belastbar. Und immer dort, wo das wichtig ist, ist das dann auch von Nutzen? Ich kann das nur unterstreichen. Auch ich pflege eigentlich auch eher eine narrativistische Spielweise und hatte tatsächlich auch gerade mit einer eurer Karten jetzt in der letzten Zeit einen Abend, wo es dann darum ging, das war das verlassene Dorf im Wald, dass die Gruppe eben mit einem Gegner konfrontiert war, der sich auf eins der Häuser zurückgezogen hatte, dort mit einem Bogen saß und sie mussten eben sich überlegen, wie kommen sie an den ran. Bei der Geschichte wurde auch kein einziger Würfel geworfen, aber es hat einfach wahnsinnig geholfen, diese Karte zu haben, um zu entscheiden, okay, wo sind Sichtlinien, wo gibt es vielleicht Deckung, wo kann man lang gehen? Das ist für mich auch alles Taktik und das hat an sich vielleicht jetzt nichts mit gamistischem Spiel zu tun. Wenn ich mich mal einbringen darf, weil die Frage kam ja auch an uns, warum Maker machen wir Karten, wo wir Narrativistisch spielen. Tatsächlich, so eine rein erzählerische Form braucht sehr dichte Schauplätze. Weil, wie gesagt, das, was Thorsten vorhin meinte, wir spielen nicht, wir haben ja Regeln, also wir haben ein Gerüst, nur eben nicht Würfelregeln. Und dieses Wissen, dass man, wo die Linien sind, auf denen man entlang gehen kann, ohne dass man das Spiel der anderen beschädigt, dabei hilft das so, das ist wie eine Karte. Du kannst keine gewaltige Stadt als bespielen de facto. Du spielst an einzelnen Orten und diese einzelnen Orte musst du verstehen, damit du miteinander sinnvoll ausreichend Überschneidung hast. Das ist ja im Prinzip der gemeinsame Vorstellungsraum, ist ja das Konzept, was dahinter steht. Und je mehr du dich darauf verlassen musst, dass die anderen Leute alle verstehen, was du sagst, desto wichtiger ist es, dass sie auch den Ort so, zumindest einigermaßen so sehen wie du. Da hilft dann die Karte wiederum sehr. Deswegen machen wir auch keine Battle Maps. Wir machen ja diese Schauplatzkarten, diese Orte, die gerade ausreichend nah dran sind, dass man das Leben im Prinzip sehen kann in den Hinterhöfen, aber eben trotzdem weit genug weg ist, dass man sich nicht die ganze Zeit fragt, liegt da jetzt wirklich eine Gabel auf dem Tisch? Ich nenne sie Dramakarten. So gesehen sind es ja erzählende Karten. Da ist mir eine Sache eingefallen, die einer unserer Patrons mir vor einer Weile erzählt hat. Und das fand ich sehr interessant. Der meinte nämlich, er benutzt unsere Karten im Online-Spiel und zeigt sie seinen Spielern nicht. Das heißt, der benutzt die Karte, um für sich selbst zu visualisieren, wie der Ort aussieht. Und erzeugt damit natürlich ein unheimlich konsistentes Bild in seinen Beschreibungen. Die Spieler kriegen dann die Beschreibung aus dem, was er sagt. Und visualisieren dann natürlich ihr eigenes Bild. Aber eben ohne die Karte zu sehen. Was auch ein hohes Maß an anderes Respekt hat vor der Vorstellungskraft der einzelnen Spieler. Das kann man sehr gut so machen. So hat jeder seine individuelle Imagination. Aber der Spielleiter für sich hat eine sehr solide Verortung. Und es ist ja viel einfacher zu beschreiben, auch was Distanzen angeht, wenn du sie nachmessen kannst, wenn du musst.
die räumliche Orientierung, auch was man von welchem Ort aus sieht. Ich kann bei einer Karte zum Beispiel, kann ich relativ einfach sagen, wenn ich jetzt hier auf dem Dach von diesem Haus stehe, was sehe ich in etwa in der Nachbarschaft? Das ist aber viel schwieriger, wenn ich das aus mir selbst heraus die ganze Zeit beschreiben muss, wenn ich dazu keine Interpretationshilfen habe. Ja, die Frage war natürlich auch sehr provokativ gestellt. Ich benutze ja selber genauso, wie ihr das tut. Und ich finde, dass so etwas wie Entfernungsmaßstäbe, das ist natürlich schon irgendwo eine Art Taktik, die mich dann wieder zurück in das OSR holt. Aber auf der anderen Seite brauche ich diese Information ja, damit ich dann eben auch einen entsprechenden Kampf beschreiben kann. Dass es dann eben nicht nur Attacke-Parade ist, sondern dass ich mich dann eben auch drehen kann, springen kann, irgendwie herumtänzeln. Meinetwegen auch in sowas wie eine Taverne, dass ich dann Stühle benutzen kann und auf den Tisch springen kann oder meinetwegen mich berühmt am Kronleuchter entlang hangeln kann. Aber das geht nur, wenn ich eben solche Sachen auch sehe und wenn ich sie benutzen kann. Ich finde, es ist nichts langweiliger als eine Karte mit einem Hexfeld, wo einfach nur Rasen drauf ist oder Gras. Weil es ist taktisch nicht anspruchsvoll. Natürlich kann ich mich dann irgendwie entscheiden, dass ich dann von der Flanke angreifen will und ich bewege mich so und so viele Schritte in die Richtung und habe dann irgendwie mit dem Bogen den und den Abstand und der Tank steht vorne. Das geht und das ist taktisch, aber das ist nicht spannend, zumindest für mich nicht. Ich brauche dann irgendwelche Elemente wie Steine, Felsen, Bäume, hinter denen ich mich verstecken kann, mit denen ich interagieren kann, wo ich hochklettern kann, wo ich dann beispielsweise den Kampf dann eben auch auflockern kann durch Würfel meine sich verstecken Probe, Würfel meine klettern Probe oder was auch immer einem dann einfällt, ne? Oder meinetwegen auch sowas wie eine Ackerbauprobe. Mag jetzt bei DSA sehr verhasst sein, aber ich finde das eben eine sehr, sehr schöne Kombination und solche Dinge fallen mir eben ein, wenn ich diese Karte dann vor mir sehe, also aktiv dann vor mir in der Hand habe oder dann eben auch online eingeblendet habe. Ich wage zu bezweifeln, dass die meisten Leute Angst, Schweiß vergießen in der Furcht vor der Ackerbauprobe. Nein, ich mache das tatsächlich und also die Zombies, die eingebuddelt, Untote, die eingebuddelt in der Graberde liegen, also dass meine Leute wissen mittlerweile, wenn ich sage, würfelt man auf Ackerbauprobe, also OT wissen sie mittlerweile, da sitzen Untote im Acker. Und die haben da Angst vor, weil sie nicht wissen, wie viele das sind. Oder auch wenn auch von dem Ackerbau. Ja, nein. Das heißt, der Bauer ist tatsächlich ein nützlicher Zombie. Ja, genau das. Oder auch Hauswirtschaftsproben sind mittlerweile, die waren auf einer giftigen Insel, haben da dann irgendwie ihre nasse Kleidung aufhängen wollen und am nächsten Morgen hatten sie die Hauswirtschaftsprobe nicht geschafft, hatten sie einfach eine Tarantel in ihrer Unterhose. Mittlerweile lernen sie, dass solche Proben sinnvoll sind und das fällt mir einfach ein, wenn ich so eine Karte sehe. Und das muss dann nicht nur der Acker sein, das kann auch der Wald sein. Mittlerweile wissen sie, geh nicht in den Wald, weil da sitzen halt die bösen Zombies im Moos. Du hast es mit Zombies, ne? Ja, oder was auch immer, aber aktuell spielen gerade die Untoten bei uns eine Rolle. Kannst du ja natürlich mit jedem anderen machen, ne? So, ich meine, der Roboter muss sich jetzt nicht im Feld verstecken. Der wird sich dann halt irgendwelche anderen Dinge ausdenken. Dann brauchst du dann sowas wie eine Mechanikprobe, wenn du irgendwie mit deinem Alien-Raumschiff dich gerade dann herumtastest und dann siehst du den Schleim auf dem Boden. Da kannst du meinetwegen auch eine Alchemieprobe würfeln oder sowas. Aber du kannst zumindest dann, wenn du eine taktische Karte hast, meinetwegen Battlemap oder was auch immer, kannst du dir daran viele Proben ausdenken, die den Kampf auflockern, dass es keine Attacke parat ist. Tatsächlich, Taktik muss ja nicht nur Individualtaktik sein, ne? Du kannst ja auch ein bisschen weiter rausgehen. Wir haben zum Beispiel auch schon mehrfach so Sachen gehabt wie Schlacht um ein Dorf oder sowas. Das dreht sich dann gar nicht darum, dass da Unmengen Leute sterben, sondern dass man halt im Prinzip auch anfängt, auf einer etwas höheren Ebene im Prinzip eine Art Strategie zu entwerfen, dass man irgendwie eine Bürgermiliz aufstellt, dass man diese Straße blockiert, jene Straße blockiert, einen Rückzugsort definiert, eine Falle legt und so und so fort. Und dabei hilft das wieder bei der Orientierung. Ich meine, unsere allererste Karte, die wir verkauft haben, war ja Kuschau. Das zerstörte Kuschau. Mit dem Abenteuer dazu von der Söldnerkompanie, die Kuschau belagert und auch vernichtet. Das gibt's ja als Pay What You Want. Das ist übrigens auch wieder das Vergangenheitsding mit drin, weil wir haben letztens eine Mail dazu gekriegt, wo uns jemand gesagt hat, dass dieser Ort ja ein Charakter in ihrer Kampagne geworden ist. Das fand ich unheimlich toll. Muss ich deswegen hier auch teilen. Hat uns jemand gesagt, ja, alle haben sich dann entschieden, dass sie die Karten hatten, dass sie aus diesem Ort gemeinsam kommen und da immer wieder hin zurückgekommen sind. Und dann haben sie die Herbstkarte benutzt, irgendwann die zerstört, haben sie sich entschieden, dass sie das Dorf jetzt vernichten müssen. Ich habe mir leider nicht gesagt, weswegen sie das mussten, aber das war dann so Drama ganz am Ende ihrer Kampagne, wo alle zuschauen mussten, wie ihr geliebtes Dorf halt brennt. Aber mit solchen, sowas kannst du dann auch taktieren.
Das ist auch wichtig. Für mich ist das auch die Taktik, die mir am meisten Spaß macht. Und das, ich finde es auch super, wenn Leute sagen, mir macht es sehr viel Spaß, auf dieser Skill-Ebene zu denken. Ich meine, ich habe ja zum Beispiel auch mal World of Warcraft gespielt. Das ist ja eigentlich klassisches Dungeons and Dragons. Also du bist ein Charakter, der hat einen sehr starken klassischen Archetypen, sowas wie Krieger, und du hast so ein paar Signature Abilities, also ein paar Fähigkeiten, mit denen arbeitest du. Und da ist dann auch eine Menge, welche Reihenfolge, welche Cooldowns und so weiter und so fort. Das kann Spaß machen. Im Pen and Paper macht mir das keinen Spaß. Da taktiere ich lieber eine Ebene höher, wo ich mir dann halt überlege, wie kann ich den Ort nutzen? Wie kann ich die Menschen dort irgendwie einbinden? Wie kann ich die anderen Charaktere einnutzen? Was sind unsere Stärke als Gruppe? Gar nicht so sehr, was kann der Einzelne machen? Und da finde ich dann halt wieder, dass solche Dramakarten, wie wir sie machen, halt sehr nützlich sind. Gut, ich glaube, damit haben wir schon mal eine ganze Menge Licht ins Dunkel gebracht, beziehungsweise wir sind da noch ein bisschen weiter gegangen, haben uns nicht nur die Vergangenheit angesehen, die Vergangenheit von Personen, Karten, Orten, sondern ganz generell sehr, sehr weit philosophiert. Hat mir aber auf alle Fälle Spaß gemacht und ich bedanke mich für das Mitmachen. Ja, danke, dass wir heute hier sein durften. Ja, absolut, hat Spaß gemacht. War, glaube ich, unser erstes Mal Podcast überhaupt. Auch von meiner Seite auf jeden Fall. Vielen Dank. Was ich auf alle Fälle nochmal ansprechen möchte, ist, dass ich hatte ja ganz am Anfang schon dazu eingeladen, noch bevor ihr wusstet, um welches Thema es geht. Aber ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn ihr einen Blog habt, dass ihr mitmacht beim eigenen Gedanken, Philosophieren, egal zu welchen Dingen, die wir hier aufgegriffen haben, könnt ihr euch gerne dann auf uns beziehen. Ich glaube, da wird eventuell noch in der Zukunft ein bisschen was kommen. Muss natürlich kein Blog sein, kann auch bei Facebook sein, in den verschiedensten Foren. Ich spreche jetzt einfach mal die Drachenzwinge oder auch das Tannelorn an, wo wir ja mittlerweile auch rumlaufen, oder natürlich bei Twitter. Also das ist natürlich euch überlassen. Wir würden uns definitiv über Kommentare in jeglicher Form freuen. Egal wo, ihr werdet uns sicherlich finden. Also sowohl das Donnerhaus als daneben auch meinen Blog nochmal verlinkt. Shownotes werde ich nochmal die ein oder andere Karte dann euch zeigen. Und ich glaube, ansonsten haben wir nichts weiter, was ich dann in dieser kleinen Runde besprechen ließe. Das sind so ganz generell die Dinge, wie wir dann in unseren, ich sag jetzt einfach mal Donnerhaus-Talks, über Dinge philosophieren. Manchmal sind wir noch ein paar mehr Leute. Jetzt in diesem Rahmen haben wir uns entschieden, dass wir dann mit 4 Leuten antreten. Und da seid, wie gesagt, noch einmal bedankt. Hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben die ein oder andere gute Idee aufgegriffen. Ich könnte ja jetzt ganz zum Schluss noch mal kurz darauf hinweisen, dass unser Crowdfunding jetzt noch 8 Tage läuft, beziehungsweise 7 Tage. Die Anzeige bei Game on Tabletop ist da so ein bisschen unterschiedlich. Wer jetzt noch da ist, der ist ja definitiv interessiert daran, alles bis zu Ende zu hören. Und ich wollte nicht am Anfang irgendwie mit Werbung zu texten, denn das ist ja nicht, weswegen wir hier sind. Für alle, die es also interessiert, die sich für unsere Karten interessieren, jetzt noch bis nächsten Mittwoch läuft das Crowdfunding. Sag mal lieber ein Datum dazu, weil wenn ich mir diesen Podcast in einer Woche oder in 5 Jahren anhöre, ich glaube, da sollte man nochmal das richtige Datum zu sagen. Mittwoch, der 18. dann. 2019, genau. Oh ja, gehst also von einer extremen Lebensdauer deiner Podcasts aus, ja? Ja, man hofft's. Okay, ja, für die Vergangenheit passendes Thema, dann für die Zukunft. Bis zum 18. Dezember 2019 geht das Crowdfunding noch. Die Karten selber kann man möglicherweise später dann noch bekommen. Beim Buch ist das so eine Sache, das wird in einer bestimmten Auflage produziert. Wenn das weg ist, ist es weg. Das heißt, alle Leute, die das Buch haben wollen, sollten auf jeden Fall zuschlagen. Und ansonsten war es das auch schon. Viel mehr Werbung mag ich dabei eigentlich eh nicht machen. Ich denke, die Seite spricht ansonsten für sich und du kannst das ja noch verlinken. Genau. Und ansonsten, ja. Ist das soweit gut, denke ich. Gut. Martin, letzte Worte? Hat mich gefreut, dabei zu sein. Mit eigenen Seiten kann ich ja nicht glänzen. Von daher, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, ich kann mal wieder mitreden. Macht's gut. Tschüss. Tobi, letzte Worte? Ich schließe mich tatsächlich den anderen an. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass wir das wieder tun werden. Ich hatte ein bisschen Lampenfieber am Anfang, aber ich habe das Gefühl, dass das doch super lief. Und wenn Leute es gut fanden, sollen sie es sagen, dann wissen wir auch, dass wir es wieder machen sollen. Genau, finde ich eine richtige Herangehensweise. Ansonsten verabschiede ich mich auch von euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. War jetzt ein kleines neues Format, was wir mal ausprobiert haben.
Und wenn es euch gefällt, soll das nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Begleite die Entdeckerin Jana Sara auf ihren Reisen um die Welt zu mythischen Orten, alten Ruinen und fremden Menschen mit ungewohnten Sitten und Bräuchen. Von grünen Oasen inmitten des gleißenden Sandmeeres über unsichere Pfade durch dunkle Wälder, mühsam felsige Berge erklimmend, durch reißende Flusstäler über das Meer auf eine tropische Vulkaninsel. Vorbei an längst vergessenen Orten und den Relikten alter Magie erreicht Jana Sara abgelegene Weiler mit frommen Leuten und prächtige Handelsstädtchen voller Gier und Ränkespiele. Jana Saras Kartentasche bietet dir 45 Schauplätze, um deine Abenteuer, Charaktere und Geschichten zu gestalten. Sie enthält mehr als 60 liebevoll von Hand entworfene Fantasy-Karten. Im Tagebuch findest du auf über 350 Seiten packende Beschreibungen, mehr als 150 Abenteuerideen und passende Legenden zu den Karten. Suchst du einen Gutshof für deinen Ritter? Brauchst du eine Heimat für deine Hexe? Oder planst du ein Abenteuer und dir fehlt eine alte Burgruine im dunklen Forst? Jeder der Orte bereichert dein Spiel. Die Karten und Schauplätze sind geeignet für alle Fantasy-Welten. Egal, ob du von der Kaiserstadt auf Abenteuer ausgezogen bist, die trügerischen Mondpfade bereist oder die Schwertküste auf der Suche nach Ruhm und Gold unsicher machst. Natürlich als klimaneutraler Umweltdruck aus Berlin oder als Digitalpaket für den virtuellen Spieltisch.